Jetzt sind die schon wieder da. Also mir sind das für meinen Geschmack zu viele Fronten. Ja, seht ihr, deswegen habe ich das nicht ausgebaut. Ja, ich komme nicht gegen die an, ne? Also ich freue mich. Ich habe nämlich tatsächlich ab nächste Runde endlich meine Hydra. Im Verhältnis zu sonst fand ich die Hochelfen bis jetzt auch noch nicht schlimm. Also normalerweise hatte ich die Hochelfen mit 2 bis 5 Drachen spätestens bei Runde 20 bei mir. Wir sind jetzt bei Runde 61 und ich hatte noch keine direkte Schlacht mit einem Hochelfen. Das ist eine gute Frage, ja. Nee, ich habe die eben nicht in Runde 1, Alpha Noob. Das wurde genervt. Man startet jetzt ohne Hydra. Also, Siegwald hatte auch keine so starke Starteinheit, aber ich weiß tatsächlich nicht, was er normalerweise hat. Stimmt, manchmal hatten ja so viele Anführer so eine ultimative Einheit schon am Start. Also Kartep hatte ja zum Beispiel einen Hero-Titan, ich weiß nicht, ob er den noch hat. Ja, lass uns mal kurz einen Überblick geben über die gewebete Lage. Also, lasst uns erstmal mit den Erfolgen anfangen. Also, hier ist Prinz Sigwald mit seinem gewaltigen Reich. Das stimmt, Alpha. Das er letztes Mal auch sehr vergrößert hat. Also ein großer, erfolgreicher Feldzug. Wir sind quasi einmal hier von rechts nach links durchmarschiert und haben alles platt gemacht. Wir haben hier Hellebronn, die existiert jetzt quasi gar nicht mehr so hart, haben wir ja auf den Sack gegeben. Und alles super. Und dann kommt halt jetzt hier von der anderen Seite dieses Sackgesicht. Malus Düsterklinge. Da seht ihr ihn, wer auch schon umzingelt ist von Sigwald, keine Chance mehr hat. Also der ist quasi schon erledigt. Und während ich hier auf dem Weg war, ne, immer wenn man einmal delegiert, hat Sigwald eine zweite Armee hier gelassen, um Valkia auszulöschen, die nur noch eine Festung hat. Und man dachte sich vielleicht, das wird ja easy. Da müssen wir einmal kurz hin und dann ist das gegessen. Und dann waren wir hier und dann ist Valkia gekommen und hat die komplette Armee potenziell gewiped, weil wir im Marsch waren und nicht gecheckt haben, dass sie schon hier ist und dann direkt aus dem Fog of War gekommen ist. Und wir reden über diese Episode nicht mehr, aber es ist ja auch ganz klar die Schuld dieses delegierten Stellvertretergenerals. Und nicht die. Es kann ja, Sigwald ist hier, ne? Das kann ja gar nicht seine Schuld, weil hier war das und Sigwald ist hier. Ihr seht, was ich meine? Es ist eindeutig. Wie er sich rausredet, Leute. Es ist eindeutig. Und jetzt erzähl mal von deinem katastrophalen Fail letztes Mal. Du bist Morati, also jetzt nicht mehr, weil Morati gerade gestorben ist. Ich bin Morati, das ist mein wunderschönes Reich. Ich habe gedacht, ich schaffe mit der Morati-Armee 2 Waldelfenarmeen. Die 2 Waldelfenarmeen sind noch da, ich bin nicht mehr da. Das war ein kleiner Fail an der Stelle. Ich habe eine kleine Herausforderung gerade, denn ich muss mit Skengi Krieg führen. Gleichzeitig habe ich hier einen Gruftkönig, der mir da Eisenstachel abgenommen hat und mir auf den Sack geht. Gleichzeitig sind die Waldelfen hier oben, die mir auf den Sack gehen und die mir jetzt einfach nach der trostlosen Feste auch noch den Wald von Arrenhelm wegnehmen wollen. Und gleichzeitig habe ich mittlerweile mit allen Hochelfenkrieg, die es gibt, die hier auf der Seite rumdümpeln und die ganze Zeit rüberschielen. Das heißt, ich habe ein bisschen Stress, aber nicht in einem schlimmen Ausmaß tatsächlich. Also ich baue meine Armee jetzt komplett neu auf, beziehungsweise gleich 2 parallel, weil ich habe eine schwarze Feste. Was mir sehr viel Mobilität und Möglichkeiten gibt, mit der ich jetzt dann gleich hochfahren werde nach Arrenheim, um dort gegen die Waldelfen zu bestehen. Und parallel baue ich mir in Quintex meine andere Armee auf gegen den Gruftkönig. Und der wird sich noch wundern, denn ich habe jetzt gerade in Auftrag gegeben, eine Hydra und eine Karyabdys. Das heißt, die Dunkelelfen sind jetzt stärker als jemals zuvor, auch wenn es gerade kurz nicht so aussieht. Und es wird jetzt sehr unangenehm werden für alle, die mir da auf den Sack gegangen sind. Sehr gut, sehr gut. Ich derweil muss hier kurz The Great Topson in deinem Chat. Also wenn Rausreden olympisch wäre, würde Maurice keine Medaille bekommen, weil er sich auch aus seinem Sieg rausredet. Ihr seid alle ganz grässlich. Und Mr. Mausmarki fühlt sich an die Skaven-Romane erinnert. Ja, Skaven sollte man vielleicht auch mal eine Kampagne spielen. Ich glaube auch, dass die rollenspieltechnisch amüsant wären. Ich habe eine Frage tatsächlich lass mal ganz kurz die Kategorie wechseln. Ich habe eine Frage, was ihr persönlich cooler findet. Ich habe ja jetzt eine. Hallo, Total War, Kategorie, bitte, hilf mir. Okay, Twitch lädt nicht, sehr gut. Folgendes,
Ich habe jetzt quasi eine Todeshexe, die in meine Hauptarmee reingemoved wird. Aber ich brauche auch noch einen zweiten Helden in meiner zweiten Armee. Und ich habe quasi als Kommandanten in meiner zweiten Armee habe ich den Admiral Kamring von der Schwarzen Arche. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, was ich da als Held dabei haben möchte. Und ich bin am Überlegen zwischen einer Zauberin oder einem Meister oder noch einer Todeshexe. Was würdet ihr wählen? Also ich bin ja immer für Magie, soweit es geht. Aber Todeshexe oder Zauberin? Das ist eine gute Frage. Saurusse wird geschrieben. Ja, das ist... Dankeschön, Glemmingo, für den Prime-Sub. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ja, aber Saurusse kommen auch auf jeden Fall. Berittene, versklavte Saurusse. Das kommt. Okay. Okay, ihr sagt alle Zauberin. Zauberin mit Schatten, weil meine andere ist ja leider gestorben. Die ist getötet worden. Schattenmagie ist gut. Schatten oder Tod, Schatten ist gut. Dann nehmen wir nochmal eine Schattenmagierin. Okay, dann bin ich von meinem Aspekt heraus zufrieden. Ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte und musste. Und ich habe meinen Zug auch fast fertig, tatsächlich. Sehr gut. Ich habe eine Frage an den Chat, wisst ihr das? Kann eine Armee in Plünderstellung nochmal fliehen? Normalerweise schon. Ja, schon, ne? Weil der nimmt jetzt diesen Kampf hier an. Ich will nicht, dass er wegrennt. Ich kann noch Truppen nachrekrutieren, um es besser noch zu meinen Gunsten zu setzen. Aber dann rennt er vielleicht weg und ich dann kann... Wobei, ich müsste ihn eigentlich auch noch... Sigwald kann sich noch so weit bewegen, der noch so weit. Eigentlich müsste ich den auch dann noch kriegen, dass ich eigentlich noch weitere Truppen hier reinballern kann. Dass wir das hier noch mehr zu unseren Gunsten verschieben, den Sieg. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so blöd, dass wir hier noch einmal die Chosen, einmal die Chaoskrieger, ne, aufstrebende Champions, Aspiring Champions und noch ein paar Barbaren, dass die halt auch leveln, dass wir die noch reinschieben. Warum nimmst du keinen zweiten Lord statt Helden? Naja, weil du quasi immer einen Kommandanten und einen Helden, oder anders gesagt, es gibt unterschiedliche Charaktere oder, wie soll man sagen, ja, unterschiedliche Kämpfer, die du rekrutieren kannst. Du hast halt Kommandanten, davon kannst du immer nur einen pro Armee haben. Das ist quasi dein Armeeführer, der eine Armee anführen kann, wie zum Beispiel Morati eine Kommandantin ist, eine legendäre Kommandantin, oder eben Sigwald ein Kommandant ist. Und Helden sind quasi zusätzliche besondere Krieger, die man sowohl in der Armee ausrüsten kann, als auch frei als Agenten rumlaufen lassen kann. Das heißt, ich kann, wenn ich zwei Armeen habe, habe ich zwei Kommandanten und halt einen Haufen Agenten, wenn ich möchte. Aber ich kann keinen Kommandanten in die Armee eines anderen Kommandanten hineinsetzen. In der Tat. Dankeschön, Darfox, so, für die 20 Monate und ganz und viel Spaß hier weiterhin. Und dankeschön, Papa Joe, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Jetzt rennt er nämlich weg. Dankeschön. Aber nicht weit, wir kriegen ihn immer noch. Geil. Sigwald! Knapper Sieg damit, und er nimmt mir was weg. Dann müssen wir das kämpfen. Jetzt werden wir hier Malus Düsterklinge ein bisschen auf die Nase geben mit 2 Fullstacks. Das wird spannend. Wenn Maurice in seinem Schlachtzug weiter so erfolgreich ist, wird es für uns keine Dunkelelfen mehr geben, die wir zwangsrekrutieren können. Aber das ist okay, nicht. Also das ist in Ordnung, das ist ein Kompliment an dieser Stelle. Ab geht's! Halt noch einen Banner, das habe ich vergessen. Naja, egal. So. Also, wir haben 2 volle Armeen, er hat eine. Seine ist dafür ein bisschen elitärer als unsere. Wird also spannend. Und wir warten natürlich auf unsere tapfere Verstärkung. Und dann wipen wir halt ihren Fraktionsanführer. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, unsere Verstärkung kommt von hier hinten.
Das heißt, wir gehen eher hier so hoch. Dass die hier ankommen kann. Ich glaube, er hat sich auch auf den Hügel hoch und sie kommt dann von der Seite, wenn er uns hier schon mal angreifen will. Wahrscheinlich wird er aber eh warten, bis sie kommen, bis sie... Ich weiß gar nicht. Vielleicht wird er auch anstürmen, wir werden sehen, was er tut. Nein. Warte, dieser komische Klippe macht mir die Kameraführung etwas sehr schwierig. Lass mich doch hier in die Richtung gucken. Cormac sieht cool aus mit seinem edlen Dunkelelfenross oder was das? Nee, Chaosross. Ja. Das sieht echt cool aus. Und natürlich haben wir die Spiegelgarde wieder am Start, damit Sigvald sich wohlfühlt. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Nee, das wäre alles andere wäre ja Unsinn. Dann haben wir tatsächlich jetzt ein paar Dunkelelfenbogenschützen auch dabei. Und für dich haben wir wieder Kavallerie und Streitwägen. Oh. Das, die Kavallerie sind Fernkämpfer, die Streitwägen sind, wie du sie kennst, die Nahkämpfer. Genau, du bist ja eine alte Slaanesh-Veteranin. Ein alter Rasenmäher, meinst du? Genau, genau. So. Und genau, du kannst gerne auch noch den Magier haben, wenn du Bock hast. Der reitet ja auch. Den nehme ich auch gerne. So, die Elfenbogenschützen habe ich rekrutiert, nicht verführt. Ich bin kein Fan von dem Verführen, weil es sehr viel Gold kostet für nur eine Schlacht. Ich habe es auch gesehen, es haben Leute sich auch beschwert, dass ich das nicht mache. Aber du zahlst halt teilweise 2.000 bis 3.000 für eine Einheit, für eine Schlacht. Mit dem Preis kriegst du halt 3 Einheiten dauerhaft rekrutiert sonst. Also um sehr knappe Schlachten zu wenden, kann es manchmal sinnvoll sein. Wenn es so knapp ist, habe ich meistens das Geld schon nicht über, weil ich alles schon in die Truppen rekrutiert habe. Aber Sigvald kriegt auch nicht so einen Bonus. Ich glaube, ein Kari kann billiger verführen. Sigvald leider nicht, soweit ich weiß. Sigvald verführt nur sich selbst. Sigvald verführt nur sich selbst, genau. So, dann geht's jetzt los und wir warten auf jeden Fall, wenn er kommt. Und unsere Verstärkung kommt direkt. Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist dann praktisch. Das ist natürlich praktisch, ja. Ich hab gedacht, die muss noch warten. Ist da noch irgendwas? Da sind auch noch Streitwägen dabei und Reiter. Die gebe ich dann auch noch an dich. So, und hier ist der ganze Rest. Gut, dann sollten wir tatsächlich, am besten gehen wir so oben rum und greifen ihn von oben an. Mit unseren Ballisten auch als erstes Mal, die wir ja haben. Und mit unseren Horrors. Weil wir beschießen ihn ein bisschen aus der Ferne. Also ich bin schon oben. Ja, nee, genau, du bist perfekt. Ich komme dazu quasi. Ich stehe schon bereit zum Rasenmähern. Aber der wird nicht kommen, also... Nee, genau, aber ich habe diese Ballisten, die können ihn dann schon mal ein bisschen behaken aus der Ferne. Jawohl. Und ihn ein bisschen weich klopfen. Lass mir jetzt auch alle Zeit der Welt und renne nicht. Er ist übrigens auch schon erschöpft, was praktisch ist, weil er ja plündern war. So, ich find die Chaos-Einheiten sehen halt so cool aus. Guckt euch die hier zum Beispiel mal an, ey. Das ist halt, ich finde das, die sind so geil. Diese aufstrebenden Champions. Das ist halt. Wir sind eher langsam unterwegs, nur dass du Bescheid weißt, weil ich reite da langsam hoch, damit ich keine Energie verbrauche. Ich auch, genau. Ich bin auch, habe sie extra nicht aus in die Rennstellung genommen, weil solange er nicht kommt, müssen wir auch nicht rennen. Ich glaube, die rennen, das sollten wir vermeiden. Runner, Horseman!
Cast down Bladehanger! Lead us to Mordos! Man muss den ersten und den zweiten Teil nicht installiert haben, um den Immortal Empires im dritten Teil spielen zu können. Nein, du musst nur alle Teile auf der gleichen Plattform besitzen. Genau. So, die Frage ist an dieser Stelle ja jetzt, Der hat recht starkes Zeugs, ja, der hat recht viele Monster. Also das, wie gesagt, ist der Sieg wurde uns auch als knapp betitelt. Ja, ich verstehe auch warum. Ja. Es wird kein Zuckerschlecken. Nee, auf gar keinen Fall. Ich traue mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig rein zu rasieren. Nee, wir müssen erstmal ein bisschen anfangen, ihn zu behaken. Ja, weil die Hydras wird uns auseinandernehmen. Also für alle im Chat, das ist eine Hydra tatsächlich. Und das ist eine Karyabdis und die ist tatsächlich gut gegen Hydras. Die ist quasi, das ist ein Monster und das ist ein Monsterkiller. Was ironisch ist, weil der Monsterkiller auch ein Monster ist. Alles sehr sonderbar. Die Einheiten haben wir auch in 2 Runden. Ich habe dir ja bei mir auch schon den Auftrag gegeben. Es ist nur 2 Runden Cooldown. Die sind sehr, sehr cool. Die machen sehr viel Spaß. Ist einer der Gründe, warum ich die Dunkelelfen so gerne habe. Okay, behagst du schon? Nee, das bewegt sich gerade sehr langsam alles. Ach, okay, ja, alles gut. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich es verschlafen habe. Nee, ich sag dir nochmal Bescheid, wenn es losgeht. Oh, jetzt tatsächlich, jetzt schießen sie. Die Ballisten sind da. So, wo stehen sie denn? Hier, genau. Die können jetzt einfach schon mal eigentlich ihre Munition verballern. Und die Pferde können eh alle schießen, während sie gehen, ne? Ja. So, jetzt bewegt er sich. Ich habe Angst vor der Hydra. Ich habe richtig Angst vor der Hydra. Vergiss nicht, dass die auch spuckt, ne? Ah, ist gut zu wissen. Ja, die kann, ich glaube, 3-mal kann die spucken auf relativ hoher Range. Und es tut richtig weh. So, Achtung, da kommen seine Reiter. Ich habe den Überblick über meine Truppen verloren. Schießt mal hier. Sie kommen da so links in den Wald. Da haben wir aber auch Truppen, diese Barbarenhorde hier. Hat er hier irgendwas? Das Schwere, ja. Okay, da ist Malus. Da ist natürlich dann mal wieder an der Zeit, der gute Sigwald sich vielleicht drum kümmert. Ist gerade wieder sehr chaotisch hier. Oh oh, das ist etwas ungünstig. Mal hier die Trolle drauf. Und hier vielleicht. Haben wir irgendwas? Hier ist ein Monster. Ich schaue gerade die ganze Zeit, ob du vielleicht irgendwelche Sachen hast, die stark gegen... ob du vielleicht irgendwas hast, was stark gegen Dings ist. Gegen Monster, aber... Nee, leider nicht. Bislang hatten sie alle keine Monster. Also tatsächlich hatte... Dann baller ich dir einen Mali auf den Dunkelelfen direkt drauf. Ja. Dass der da ein bisschen Schaden bekommt. Ja,
Sigwald enttäuscht mal wieder ein bisschen im direkten Zweikampf. Man muss leider nicht so sagen, wie es ist. Also das kriegen wir schon hin, hoffe ich. Noch ein Helden. Oh, der ist hier von dem Monster attackiert worden. Wir holen uns da hinten auf jeden Fall das hier. Ich gebe das zu, dass ich gerade so, und etwas den Überblick. Wir wollen hier Schaden machen. Und wo sind die? Okay, die sind hier. Schließt bitte auf den mit drauf. Das ist unsere schwarze Kugel. Ja, gut. Bevor sie die Angst macht. So, und jetzt bitte hau auf diesen Malus diesen Buff drauf. Jawohl, das ist auch unser Arm auf dem Malus. Sehr gut. Bevor dir das Angst macht. Sehr gut, ich habe auch unsere Leute draufgesetzt. Ja, ja, ich schieße auch mit allen Fernkampfeinheiten tatsächlich auf den gerade. Und mit den Rasierklingern bin ich in ihrer Artillerie mit den Rasenmähern hinten. Also ihre Artillerie ist dann. Jetzt auch zumindest die Kriegshydra ist auch gleich weg. Dann kriegst du noch ein bisschen Führerschaftsbonus. Das könnte dir ganz gut tun. Und dann geben wir der Hydra noch einen kleinen Mali, was ihre Rüstung angeht, damit die ein bisschen schneller fällt. Und dann wollen wir hier hinten nochmal so eine Kugel haben und die Rasenmäher vorschicken. Boah. Läuft's hier? Auf den Barbaren ergreifen die Flucht. Geht's dem guten Sigwald noch ganz okay? Ja. Weg mit den Bogenschützen hier. Ah, da hinten ist noch diese scheiß Schlangenfrau, ne? Ja. Okay. Die sollten wir nicht vergessen. Gut, aber das meiste von ihm rennt tatsächlich schon. Das wird gut. Ich hau dem so viel Magie ins Gesicht, dem Malus, Dunkelklinge. Und es ist ihm egal. Ja, das ist wohl schon wieder so einer von diesen Helden, die einfach mega gut im Einzelkampf sind. Warum haben alle sowas? Ich habe nur einen, der gut aussieht. Ich schieß halt durchgehend auf den, ne? Und das, ich habe das Gefühl, es ist einfach egal. Ja. Dafür gewinnen wir halt an allen anderen Fronten. Es ist echt kritisch. Der stirbt einfach nicht und wenn da... Also ich... oh Gott, nein, 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 nein. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich werfe ein paar Barbaren auf ihn. Die hier auch. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Oh, er hat sich den Helden geholt. Oh nein. Es tut mir so leid, Mann. Ich habe versucht, ihn an den Blobs abzukratzen, aber... Der ist halt mit dem, der ist mit dem scheiß Drachen, mit seinem Dino da, ist der auch einfach doppelt so schnell wie ich auf meinem Pferd. Ja, ja. So. Also alles andere ist irgendwie tot. Hier die eine Medusa lebt noch. Nur wieder mal der Held. Horseman!
Sigwal steht aber am anderen Ende der Karte und hat irgendwelches Kleinviech gejagt. By God's call! Now! Was sind denn das für Helden, die Dunkelelfen alle haben? Alle so irgendwie komplett unbesiegbar. Ist echt so. Ich krieg den auch nicht down, also ich schieß schon die ganze Zeit drauf. Ich glaube, deine Bogenschützen sind nicht so stark, kann das sein? Ja, ich hab, Du kommst durch die Rüstung nicht durch. Deine Bogenschützen, ich habe ja sogar Dunkelelfen gekauft. Ja, aber du hast Geschosskavallerie. Ja, von Chaos-Barbaren. So ja, die sind leider wirklich nur so mittel. Die würde ich echt rausnehmen. Das Chaos einfach wirklich nicht so viel. Denn die sind schon das Beste, was ich habe. Hol dir doch jetzt so eine Schlangenfrau. Ja, das ging ja bislang irgendwie immer nicht. Muss mal schauen, was hier vielleicht jetzt geht. Die Medusa ist jetzt aber auch weg. So, jetzt kommt alles auf ihn. Es ist ja nur noch er. Ja. Der muss doch irgendwas. Es tut mir so leid, dass ich deinen Helden verloren habe, ey. Stupid, Pia, stupid. Ich hab ja schon selbst welche verheizt. Ja, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man von seinem Mitspieler den Helden verheizt. Das ist immer so. Muss nicht. Ja, ich kenne das. Es tut mir sehr leid, ey. Ja, Pia, keine Sorge, ich will keine aufgelevelten Magier. Ich level wieder einen neuen von Level 1 hoch. Das macht doch auch Spaß. Oh no, es tut mir leid. Oh no. Birk Malus, warum geht auch so eine Moral überhaupt nicht runter? Dankeschön, Lars Flynn für den Prime-Sub übrigens an der Stelle. Vielen lieben Dank. Das ist sehr nett. Und dankeschön, Papa Joe, für die 6 Monate. Und dankeschön, Glimingo, für den Prime und der Fox für die 20 Monate. Es hätte weniger Verluste gemacht, glaube ich. Dankeschön. Alter. Nee, es war ja Niederlage. Nee, knapp wäre es gewesen, aber ich hätte einen Sieg gehabt. Ach, ich dachte, knappe Niederlage wäre es gewesen. Nee, knapper Sieg wäre es gewesen. Aber ich hätte einiges verloren. Jetzt habe ich, glaube ich, mehr verloren. Ah, er ist in seiner Dämonenform unerschütterlich. Gut, aber ich wärme ihn jetzt gleich. Komm, Sigwal, töte ihn jetzt. Alter. Hast du vielleicht noch nicht genügend Items auf deinen schönen Mann? Ja, ich glaube, der hat nicht so viele, weil ich wollte jetzt eigentlich mal die Questschlachten machen, aber da verliert man ja auch Truppen. Und gerade musste ich halt immer, ich eile immer von einer Front zur nächsten. I see. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Der ist noch nicht so gut ausgerüstet, aber jetzt haben wir ihn. Komm. Sigwal, renn mal weg, nicht, dass du jetzt. Gut, wir haben eine Einheit noch verloren, aber wir haben gesiegt. Alter, aber das hat richtig gekostet. Holy shit. Aber wie krass deren Helden alle sind. Ich zoome nächstes Mal weiter rein. Jawohl. Ich möchte bitte keinen Nazi. Ich möchte bitte keinen Nazi sprechen so, in meinem was, Stream. Was habe ich jetzt das überhaupt ist noch? Ist extrem unangenehm. Bitte mach sind das nicht, weg? Trashman. Sigwald ist auch noch tot. Nee, Sigwald ist nicht tot. Was habe ich jetzt alles verloren? Wir werden es gleich sehen. Einen Trupp, Dass der Held weg ist, ist halt so ärgerlich, ey. Das tut mir so leid. Der war. Ich sehe gar nicht mal, welches Level er hatte. Sigwald hat eine Sache umgebracht. Ja, der kann halt gar nichts irgendwie. Das ist total bizarr. Ich bin so sad. Ich bin so sad. Ich bin die ganze Zeit mit dem abseits gestanden. Und ich bin einmal von rechts nach links geritten, weil ich dir quasi gegen die Medusa helfen wollte mit deinem Helden. Einmal. Und es ist ja nicht mal so, dass ich in den reingeritten wäre, in den Malus. Ich wollte quasi vorbeireiten, weil er mit anderen Sachen zu kämpfen hatte. Und er hat einfach sein Target gewechselt, ist mir nachgerannt, war doppelt so schnell wie ich und hat mich instant gefinished. Und ich war so, okay, what the fuck? Das,
Das war echt heftig. Aber ich habe ja auch schon selbst genug gewebert. Ich tue mich sehr schwer damit, mal ein bisschen Helden hochzuleveln. Er ist jetzt ein bisschen mal. So, komm. Also ich will jetzt hier neue Helden. Meiner ist mir auch weggestorben, ey. Einen Hexer will ich für Sigwald. Was wollen wir denn? Tod, Schatten, Feuer oder Metall? Metall finde ich immer uncool. Yo, Trashman, ich weiß leider nicht genau, was bei dir abgeht, aber ich finde das unfassbar unangenehm. Du wurdest gerade von einzelnen Leuten total ruhig und entspannt darauf hingewiesen, dass die Sprache, die du nutzt, schwierig ist. Ich habe dich nochmal nett darauf hingewiesen, dass ich diese Form der Sprache hier nicht haben möchte und alles, was von dir kommt, ist, ich sag nichts mehr, blöde Kuh. Also ich weiß nicht genau, wer dir über die Leber gelaufen ist, Trashman, aber es würde dir echt gut tun, wenn du deinem eigenen Twitch-Nutzernamen nicht alle Ehre machen würdest und dich benehmen würdest wie ein erwachsener Mensch, mit dem man zu tun haben möchte. Es gibt keine Begründung, hier irgendwelche Leute zu beleidigen, nur weil du einen schlechten Tag hast. Ach, der hat bei Boris auch schon Permaban. Na, super. Dann... So... Valmir, Höllenkrieger. Und Liebe an meinen eigenen Chat. Also ganz, ganz viel Liebe an meinen eigenen Chat, an alle Leute, die ihn freundlich und höflich darauf hingewiesen haben, warum das der Begriff scheiße ist. Ganz, ganz, ganz Liebe. Viel Liebe für euch dafür. Ich bin mit meinem Zug fertig. Ich gehe noch schnell auf die Toilette. Ich bin aber gleich wieder da. Ich mache den schon mal auf ready quasi. So. Jawohl. Gar keine zweite Gabe des Slaanesh. Ich habe jetzt die Streitwägen nicht mehr, die ich nachrekrutieren kann. Das ist auch ein bisschen doof. Die Rasenmäher. Ich kann gerade gar nichts Tolles nachrekrutieren. Oh. Für den guten Sigwald. Wir müssen jetzt auf jeden Fall direkt hier weiter und diesen Triumph ausnutzen, der nicht wirklich ein Triumph war. Aber immerhin etwas. Und halt dem Feind das hier als nächstes wegnehmen. Dann kann Sigwald vielleicht Verbündete rekrutieren. Geht da gerade was? Ne, er hat schon maximal drin. Oh, dabei könnte ich jetzt hier eine Hydra rekrutieren. Das wäre natürlich ganz geil. Doch du mal. Ein paar von den verbündeten Einheiten. Nämlich die beiden. Und Sigwald nimmt sich zwei Kriegshydren. Das finde ich gut. Und du hier nimmst dir noch vielleicht zwei Chaos-Trolle mit rein in die Armee, dass du ein bisschen Monsterschlagkraft noch hast. Hier haben wir eine Armee von Valkia, die ein bisschen Stress machen will, aber die stört uns jetzt nicht so sehr. Können vielleicht mal einen Verbündeten drauf werfen. Und er hier könnte irgendwas angreifen. So.
Stimmt, ihr braucht noch Platz für einen Helden, ihr habt recht. Dann geben wir eine Sache noch an Sigwald wieder ab. Und zwar, was kriegt Sigwald noch? Vielleicht einfach die hier noch. So. Gut, jetzt. Dann kann Sigwald auch noch ein bisschen aufleveln. Erstmal, wir können auch mal bauen, ein bisschen Gold können wir noch bauen hier. Dann sind wir durch. So. Nee, Schutzbündnisse mache ich nicht mit irgendwelchen KI-Fraktionen. Die ziehen dich nur in irgendwelchen Unsinn rein. Malekith, bitte jetzt nicht auch noch Krieg. Doch. Oh Gott. Das wird jetzt allmählich echt ein Problem. Wie die mir halt hier alle Krieg erklären. Dafür will Malus jetzt Frieden. Ich weiß jetzt nicht. Also wir haben jetzt echt Probleme mit Malekith natürlich. Aber wenn der gerade so schwach ist, sollten wir vielleicht eher versuchen... Naja, aber der wird sich schnell regenerieren. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Der wird wieder stärker. Aber der hat halt... Der Krieg gegen Malekith wird nicht profitabel. Weil wir hier überhaupt keine Städte einnehmen können. Der Krieg gegen Malus ist halt profitabel. Weil wir Städte erobern können. Dankeschön, Klugherze. Vielen lieben Dank für die 6 Monate. Und Luna für die 11 Monate. Vielen lieben Dank für den Support. Und da kommen jetzt auch gerade unsere Vasallen hin. Danke schön. Hallo, Mappy. So, ich bin wieder da, sorry. Hallo, ich habe gerade ein taktisches Dilemma, weil Malekith hat mir jetzt auch den Krieg erklärt. Oh je. Und jetzt will Malus dafür Frieden, weil wir ihn so geprügelt haben. Und einerseits ist es natürlich schlau zu sagen, kein Zwei-Fronten-Krieg und so. Andererseits kann ich halt bei Malus Städte erobern. Wäre bei Malekith tatsächlich nicht. Der hat ja keine dunklen Festungen. Deswegen bin ich jetzt gerade sehr am Überlegen. Schaffst du mit beiden gleichzeitig den Krieg? Das weiß ich eben nicht. Wenn Malekith jetzt halt hier direkt kommt, der sitzt halt hier, der ist auch hier schon, ne, mit mehreren Armeen. Er wird jetzt erstmal die Verbündeten hier weghauen. Wir haben hier noch ein bisschen einen Puffer. Aber dann kommt er halt irgendwann hier hin und hier hin. Das ist eine sehr gute Frage. Ist wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, hier ist jetzt auch noch Trock. Also unsere Vasallen sind jetzt hier ganz gut dabei, Malus Stress zu machen. Der ist jetzt gleich direkt hier. Dankeschön, Luna, und dankeschön, Dario. Wir haben ja Trock als Vasall, für die 6 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Kommt. Nee, ich glaube, wir nehmen das nicht an. Das können wir immer noch machen, wenn der jetzt so schwach ist. Wir hauen jetzt gleich noch so eine nächste Armee da weg. Wir gehen jetzt mal auf Risiko.
Du kämpfst das aus, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das werde ich so bereuen. Du willst das kämpfen, oder? Ach so, Blödsinn, das ist ja, das ist bei mir. Ist das? Ja. Boah. Der nimmt mir jetzt da Sachen ein. Scheiße. Dankeschön, Chisley, für die 20 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ja, der scheiß Pharao-Dude, der da jetzt von der Seite kommt, das ist ein großes Problem. Und die Waldelfen. Ja, das sind viele, viel zu viele Fronten gerade. Tell me about it. Ja. Dass der, ich hatte halt mich abgesichert auf der linken Seite, indem ich mit diesem Skaven mein Bündnis eingegangen bin. Der hat mich ja überhaupt erst in den Krieg hineingezogen mit dem Dude da gerade. Und der ist mir halt weggestorben, der Skaven. Mhm. Und ich hatte das übersehen, leider. Ah, verstehe. Wie kann ich denn nochmal meinen Kommandanten direkt austauschen in einer Armee? Du kannst da, es gibt da einen Button dafür, Moment. Charakterdetails, glaube ich, und dann müsste es da irgendwo sein. Unten rechts Kommandant ersetzen ist so ein Fußbutton. Ah, okay, perfekt. Wobei, ich wahrscheinlich ja eh, um die aus der dunklen Arche rauszubekommen. Ich muss eh erst noch mehr Armee hochziehen. Ich kann eh noch nicht loslaufen. Auch wenn ich gern direkt loslaufen würde. Wäre das ein Untergang für mich. Was hat denn der in seiner Armee? Ach, der hat... Oh, der hat auch schon ekelhafte Sachen. Dreadlord of the Druki. Ja, für mich wird's jetzt richtig unangenehm hier. Für mich wird's jetzt richtig, richtig, richtig unangenehm. Bisschen blöd. Okay, lieber wieder hier hin. Dann stärkst du dich mehr. So. Ich hol mir jetzt dafür übrigens, ich kann die Medusen immer noch nicht, aber ich kann mir Hydren jetzt von dir holen. Oh, das ist noch bin besser. Bin ich ähnlich für am Start, wenn nicht sogar mehr. Das ist sogar besser, also... Holy shit. So, ich meine, dass die Stadt ist ja mehr relativ schnurz. So, die Frage ist, ziehe ich Marathi in diese Armee rein oder in die obere? Wahrscheinlich in die, weil die zuerst ready ist. Morati hat sich so abgerackert für die Hydrin und Sigvald schnappt sich gleich zwei. So ist er, dieser Sigvald. Passt doch. I mean, passt doch, oder? Ich meine, ja. Dafür hat man auch Bündnisse. Genau. Aber ich habe so ein bisschen Sorge gerade, ob ich das überlebe. Ja, fühle ich. Hallo, das wird alles sehr spannend hier bei mir auch. Dankeschön, Chesley, für die 20 Monate. Dankeschön, Dario, für die 6 Monate. Vielen lieben Dank. Kommt. Ich meine, worst case, wenn wir es verkacken, starten wir neu und ich starte mit Valkyr, oder? Für wahr. Dürfen wir ja jetzt. Stimmt. Also mal schauen. Dann können wir auch sagen, es war die ganze Zeit der Plan. Oh, jetzt kommt der hier auch. Ah, der hat jetzt die ganze Zeit schon. Das ist suboptimal. Das war also der perfide Long-Term-Plan hinter den Webern. Ja. Ich würde mir wünschen, dass es so wäre, Leute. Ich würde mir ernsthaft wünschen, dass es so wäre. Aber de facto... rennt der mich gerade einfach komplett nieder, weil ich hier keine Armeen habe und der einfach komplett durchrasiert und mir alles gerade abnimmt. Und ich kann nicht drauf reagieren, weil ich oben gewiped wurde. Ich würde so gerne sagen, dass das der Plan war.
Aber ich werde einfach niedergemäht gerade und das ist total scheiße. Alter! Weil das waren zwei, also sowohl der steinernde Wald auch als Sildras Tor waren komplett fertig ausgebaute Siedlungen, ne? Also komplett fertig ausgebaute. Und gleichzeitig kommt der Waldelf von oben und rasiert mich komplett weg gerade. Also das ist echt hart. Das ist echt richtig hart gerade. Die sind bis Mondsplitter jetzt gekommen oben. Und Alter. Bei mir hat jetzt auch noch Bellacor mir auch noch den Krieg erklärt. Das ist, Also ich verstehe die, Aussage, als dein Dude gesagt hat, dass wir vielleicht erstmal das Spiel lernen sollten. Ja, es ist, I am the first sorceress. Lief alles schon mal besser hier. Ich will es gar nicht abstreiten. Malevolent Lord. Your will be done. Wenigstens hier kriegen wir jetzt einen entscheidenden Sieg. Hallo, Fein. Machen unsere Vasallen mächtiger. Während halt jetzt hier oben. Und da will ich jetzt eigentlich, aber ich krieg die da jetzt nicht. Kann man? Oh doch, ich kann die global rekrutieren. Ich dachte mir gerade schon. Aber es braucht zwei Runden. Kann ich mir das gerade leisten, zwei Runden zu warten, bevor ich dem den da. Ich meine, der kann mir eh nichts mehr abnehmen. Ich meine, die sind auch mit Malekith im Krieg. Vielleicht haben wir Glück und die greifen sich jetzt gegenseitig an. Wäre das nicht schön, Leute? Feel my whip. Während derweil jetzt hier unsere Verbündeten ein bisschen Stress machen, hoffentlich. Oder ist der auch schon wieder trock? Was machst du denn hier? Verlierst einfach alles an Verschleiß und reißt nichts, oder wie? Hier belagern sie immerhin eine Hauptstadt vom Gegner sogar. What now? The mother. Lord of the Wild Thing. Lord of the Black Court. Ich fürchte fast, dass Sigwald muss nach links, ne? Der kann nicht hier bleiben. Aber wir müssen halt diese Armee noch kriegen gemeinsam. Dreadlord of Nagaroth. Mit unseren beiden, dann ist er hier ziemlich gebrochen. Cruel and deadly. Druki Queen. Dann kriegen wir hier auch Gold. Ich würde mal vermuten, dass wir diese Festung aufgeben. Und er hier im Eilmarsch versucht, hier rüber zu ziehen. So, nicht viel ausgebaut, da steckt nicht viel Geld drin. Die würde ich ungern verlieren. Und vielleicht muss er ja auch noch mit Malekith sich rumschlagen. Wir werden es sehen. Yes. Into the shadows. Ich habe Angst. Ich glaube, das war's mit der Runde bei mir gleich. Hallo Kaioken. Und ich finde es extrem scheiße, dass mir da einfach gerade mal eben zwei meiner hauptausgebauten Städte abgenommen wurden. Alter. Das ist echt krass. Ich finde es halt so heftig, dass die von oben und von unten parallel über mich reinrennen gerade einfach so. Du kannst halt, also es ist einfach zu viel Entfernung dazwischen, um auf beides reagieren zu können, so.
Ist bei mir auch gerade so. Also wenn die jetzt alle auf einmal kommen, dann ist, und mein Reich ist halt ewig lang gestreckt, dann ist da auch nicht viel zu machen. Wir werden es gleich sehen. Wenn ich das jetzt nicht gewinne, bin ich RIP. Okay. Hallo Landelefant. Dann geben wir unser Bestes. Scheiße, ey. Bin halt vor allem echt enttäuscht von den Duftkönigen, dass hier das meine Fraktion ist, das, die jetzt hier dir Stress macht. Also ich finde das moralisch. Ne, es war mein Fehler. Ich habe für billige 700 Gold habe ich mich von den Skaven in den Krieg rein bezahlen lassen. Oh, oh. Das ist aber 30 Runden her und die Skaven sind aus, also die Skaven sind gestorben so. Das ist richtig bitter. Ich gebe dir hier mal einiges, weil wir kriegen noch Armee, die nachkommt. Aber das braucht noch ein bisschen, bis die nachkommt. Das wird eher schwer werden. Was kommt denn nach? Da kommt nur ein einzelner Dude nach, glaube ich. Nee, da kommt doch noch ein bisschen mehr Armee nach. Ja, weiß ich nicht, ob es Sinn macht, auf die zu warten. Bei denen kommen nämlich auch Leute nach. Nee, wir sollten da, glaube ich, direkt fighten. Ich fühle mich da überhaupt nicht ready für, ey. Hast du gesehen, was du von mir noch bekommen hast? Jawohl. Perfekt. Also, wir haben hier Fernkämpfer. Dann eine Flanke am tapferen Speeren. Und Flugeinheiten. Jawohl. Es kann alles sterben, es ist egal, ob es stirbt oder nicht. Hauptsache, wir gewinnen. Jawohl. Wieder dieses das gleiche Schlachtfeld, das hatten wir schon mal, ne? Ja, ist gut möglich, ja. Die kommen halt nicht, die Feiglinge. Fruchtkönige. Das Problem ist, wir können halt nicht, also wir können da halt nicht rüberlaufen, weil die bekommen da hinten Support und wir bekommen hinter uns Support und wenn wir rüberlaufen, dann ist deren Support vor unserem da. Stimmt. Haben wir, ah, wie weit kommen die, die dann? Na, ich habe halt leider in der Armee keine Artillerie, haha. Aber die haben auch keine. Übrigens haben wir allgemein sehr wenig Fernkampf, wenn sie gerade keine Lade haben. Wir können die ein bisschen beschießen. Wenn sie keine Lade haben. Ja, dann lass uns in Schießreichweite gehen. Ist vielleicht eh nicht so blöd, wenn wir uns so aufstellen, dass die quasi, nicht von der Flanke so blöd kommen können. So, ich mach da eine Front für dich, dann kannst du hinter mir die Bogenschützen aufstellen. Jawohl. Und ich. Die scheinen jetzt immerhin nicht so starke Sachen zu haben. Nee, aber. So, jetzt bewegen sie sich. Du musst nicht rechts runtergehen, Ich schicke da meine anderen Einheiten, die gerade von hinten kamen, hin. Ja,
Ich habe da noch eine Einheit für dich, weil... Too much. Boah, ich hoffe sogar eine Lade. Ich hoffe, meine Einheiten kommen rechtzeitig an. Nee, sie haben die Schädel drauf, die sind auch gut, aber... First Sorceress. Oder das zu ihren Kommandanten gerade einfach so reinhieten, ist ja ganz gut für uns. Ja. Das ist tatsächlich ganz gut für uns. Ja, das ist irgendwie sehr bescheuert, dass sie das machen. Oh, jetzt rennt er wieder weg. Ne, er kommt zurück. Warum schießen die nicht? Wahrscheinlich, weil sie übereinander stehen. Ja, die sind so ein bisschen blockiert. Ja, ich wollte sie auf der Höhe haben. Zieh sie ein bisschen vor. Und stelle die Speere davor. So. Weißt du was? Dann komme ich jetzt für dich. Ja. Der dürfte gegen Morati auch wenig Sonne sehen. Die Lade wollen wir weghaben, ne? Das sind so normale Katapulten. Kannst du da hinfliegen, weil du hast meine ganzen Flugeinheiten? Ja, probier es. Sehr schön. Okay. Die Dudes stehen auf jeden Fall hier. Ich kann es nicht glauben, aber Morati hat tatsächlich da gerade Probleme, dass sie gebrochen wird. Wie auch immer. Ja, wir müssen ganz dringend diese Artillerie wegbekommen. Die tötet mir gerade alles. Und ich komme da halt nicht ran. So, die Flieger haben die Artillerie. Und der Gegner reagiert ein bisschen drauf. Attack! No mercy! On to slaughter! Aber nicht so viel, wie er wahrscheinlich sollte. Marathi! For vengeance! On the move! Jetzt würde leider die Flieger zurückschlagen. Hau mal wieder ab. Vielleicht gehen wir dann weg. I move.
Das Auge. Das hat gebrannt. Bogenschützen haben wir da auch sehr gut von der Artillerie inzwischen kassiert. Indeed. A dark harbinger. Going now. Withdraw. Marathi move. Feel my fury. By my hand. Da. Forward. In Malekith's name. Pain and suffering. Hack cut. I go. Medusa. By Cain. Hack sorcerer. Noch fein. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Muss man leider sagen. Nee. Das sieht leider nicht gut aus, nee. Kriegst du die Einheiten da aus dem Wald ein bisschen rausgezogen? Ja, ich kann es probieren. Also nur quasi so, dass ich in der Mitte eine Fläche bekomme, in die ich einen Zauber reinpalladen kann. Ja, das sieht schon besser aus. Gut gesessen, ja. Sorceress of Grand! Slaughter them! Onward! Withdraw! Going! Let hatred fly! Unleash death! Merciless! Shades! Marathi! Behold true power! Vanagoroth! With me. Heatmaker. Good. I move.
Was für eine Schlacht, ey. Richtiger Meat Grinder. Ja. Also ein Bone Grinder in dem Fall. Hat mit Morati nochmal auf ihre Katapulte da gehen? Ich muss mich erst um die Bogenschützen kümmern, weil die mir die Medusen rausnehmen. Gerade. Gut, ich meine, hier haben wir jetzt tatsächlich die ganz gut zurückgeschlagen. Keine Munition mehr bei mir. Die Reiter verlieren jetzt wieder einen Kampf gegen die Bogenschützen hier. Nein, sie fliehen. Nein. Okay, ich glaube, bei mir ist gleich alles auf der Flucht, leider. Weil wir müssen mal gucken, ne? Also diese Armeen werden danach jetzt nicht mehr viel machen können. Ich habe nichts mehr. Wir haben die ziemlich. Ich hatte leider keine Zeit, um neu aufzubauen. Ich will diesen Commander unbedingt rausbekommen. Ich habe aber noch ein paar Einheiten, die ich dir geben kann, weil ich eh keine Zeit für das Mikromanagement gerade habe, weil ich mit meinen Helden da gerade versuche, den Commander rauszubekommen. Wer flieht? Feige. Feige Sau, ey. Wie er da von mir flieht. Kleine Arschgeige. Alter Schwede, ey. Alter, wie sie alle auf ihr drauf sind, ne? Schon auch sehr ehrlos. Gruftkönig halt. Ja, ja.
Ich komme halt nicht hoch mit ihr, das geht mir gerade massiv auf den Sack. Mhm, das kenne ich, weil sie nicht genug Masse hat, um da auszubrechen. Ja, ich krieg sie halt nicht raus. Sie steht halt einfach da drinnen und das halt stunlockt quasi. The Classic. Das ist sehr frustrierend, dass man nicht rankommt. Ich gebe dir die mal noch rüber. Außer die. Ja. Und ich will sie halt einfach nur. Jetzt hat sie schon einen Flugmount. Seht ihr, und deswegen finde ich, soll sie einen Drachen haben und keinen scheiß fucking Esel, auf dem sie da sitzt. Das stimmt, das stimmt. Du kommst halt nicht hoch. Du hast diese ganzen scheiß Schlangenviecher auf ihr. Du kommst nicht hoch. Die ist einfach seit 10 Minuten stunlocked. So, what the fuck? Das ist einfach stupid. Also sowas finde ich einfach nur stupid. Wofür habe ich denn einen Flugmount, wenn ich meinen Commander nicht rausbekomme, weil er stunlocked ist? Hä? Ja, sie kämpft ja nicht mal mehr. Sie wird ja nur rumgeschubst und kommt nicht hoch. Life is pain. Das ist halt, meiner Meinung nach halt echt ein Designproblem, wenn du einen Commander wegen einem Mount nicht hochbekommst. Und andere Commander, die einfach nur ein besseres Mount haben, dadurch einen Vorteil haben. Weil du mit so einem Drachen kommst du halt sowas halt aus sowas halt wieder raus. So. Das stimmt. Sowas. Also wir haben ihnen auch gut was abgezogen. So ist ja nicht. Also die Armeen können jetzt nicht direkt weiterziehen und plündern. Ich würde gern meinen Commander nochmal steuern dürfen innerhalb der letzten 10 oder nächsten 10 Minuten, damit ich nochmal irgendwie was auf irgendwas reagieren kann. So. Das wäre echt cool. So, das wäre echt schön. Ja, also ich bin eindeutig der Meinung, das zeigt natürlich, dass Malekith der coolere Dunkelelfenkommandant ist. Auf jeden Fall. Weil der hat einen Drachen. Auf jeden Fall. Mir geht's nicht darum, dass du instant disengagen kannst. Mir geht's darum, dass es einfach gar nicht geht. Das ist schon nochmal ein großer Unterschied, ob du quasi länger brauchst oder ob du gar nicht mehr rauskommst. Und ich komme ja gar nicht mehr raus. Also mein Charakter ist einfach nicht mehr steuerbar. So. Das ist belastend, ich gebe es auch zu. Leute, deswegen, weißt du, Sigvald schlägt sich mit solchen Problemen nicht rum. Er hat einfach gar keinen Mount. Weil die Leute das gerade auch sagen, ja, aber wie soll das denn ein Pferd machen? Das ist ja das Problem daran. Ich sage ja nicht, dass das Pferd in der Lage sein sollte, das zu machen. Das, was mich nervt, ist, dass mein Commander aufgrund von Lore kein anderes Mount bekommt. Ich habe nur dieses Pferd und ich muss dieses Pferd nutzen. Und das finde ich halt schade. Dass Morati einfach nicht mehr Masse bekommt, egal wie viel die hochlevelt, ich bekomme bei ihr kein anderes Mount mehr. Es gibt nichts anderes mehr. So, die hat aufgrund von Lore hat die ein fliegendes Pony und wird auch nie was anderes bekommen als ein fliegendes Pony. So. Das hat auch nichts mit Balancing zu tun, weil erklär mal Hellbronn was von Balancing. Das stimmt, das ist ein gutes Argument. Charaktere in diesem Spiel sind nicht gleich stark. Helden sind und Kommandanten sind nicht gleich stark. Sind ja, sie nicht. Ja, das habe ich als armer Sigvald-Spieler auch schon gemerkt. Also Sigvald hat natürlich, er ist perfekt, wie er ist, er hat viele Qualitäten. Aber nicht alle. Aber nicht alle auf dieser Welt. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich habe jetzt nur noch meinen einen Helden, der da drin steht. Ein Held, ja. Oh, der kämpft. Ja. Der kämpft. Admiral Kamring lässt sich nicht unterkriegen. Im Schutze der Bäume gibt er alles. Dankeschön, der Tate. Jetzt wollen Sie, dass du Oga spielst. Dankeschön, wenn du Discord, bist. Leute, hier in meinem Chat. Die versuchen auch jeden Dialog in Richtung Oga-Spielen zu bringen. Das finde ich auch mal, muss ich auch mal kritisieren.
Wir haben sie auf jeden Fall schon ziemlich bluten lassen, das muss man immerhin. Also sie können nicht bluten, wir sind Gruftkönige. Ich stell mal auf schneller, ne, weil... Ja, ja, das... aber ich meine, muss man schon sagen. Die kriegen den halt Moral nicht tot, auch, ne? Moral auch komplett über unbeeinträchtigt. Der ist Stufe 3, der Dude. Ich weiß nicht was genau. Was ist denn das? Also meine Moral, die Stufe 19, fällt um wie sonst was. Der Dude ist Stufe 3 und er steht hier... Wenn er es noch gewinnt, lache ich. Der wird das nicht gewinnen, dafür macht er zu wenig Schaden, aber... Aber er kriegt ja auch keinen, er verliert keinen. Er bekommt Moral. Halt basically kein Damage, ja. Balancing und so, ne? Weil die Leute im Chat gerade auch so stark sind. So. Okay, das wusste ich gar nicht. Er kriegt jetzt leider ein bisschen Schaden, man merkt es, er stirbt jetzt. Ja, aber sehr, sehr langsam. Aber ich hätte es jetzt gefeiert, wenn er sie jetzt noch platt gemacht hätte. Das ist schon echt krass. Wirf aber mal guck mal, wie... Helden noch. Töte mal ihren Helden noch mit. Hab ich schon angedrückt, ja. Aber... Er schafft's auch fast. Das wäre halt jetzt geil, wenn die alle brechen würden, weil er den Helden tötet. Das ist auch Kartep, der schäbige Verräter. Der ist persönlich hier. Er muss sterben. Kartep, du sagst, ich hab dich gespielt. Ich verstehe es nicht, Alter. Und du verrätst uns. Da rennt er weg. Dieses Schwein. Kartep, das werde ich dir nie verzeihen. Kartep, ich hasse dich. Wie kannst du es wagen? Ich hab dich gespielt. Du warst mein Boy, mein Bro. Jetzt kommst du uns hier so. Warum stirbt dieser Charakter nicht? Admiral Kamring, den könnte ich mal gebrauchen, ganz ehrlich. Was zur Hölle? Der ist Stufe 3. Ich glaube, der ist jetzt auch gleich weg, aber... Ja, er verliert leider jetzt schon. Ah, wenn er Kartep noch getötet hätte, hätte ich das gefeiert. Das wäre schon geil gewesen. Kartep, ey. Das verzeihe ich dir nicht. Mir gehen die ganzen Klugscheißer in meinem Chat auf die Nerven, deswegen habe ich auf Mode Only gestellt. So. Ich habe jetzt ziemlich genau erklärt, was mich nervt und was mich triggert. Und wenn Leute nicht verstehen, dass man nach einer verlorenen Schlacht einfach mal miese Laune hat und sich beschweren möchte und jetzt das Bedürfnis haben, mir das Spiel zu erklären, dass sie sich alle gegenseitig wegdrücken ist das okay, dann schreibt ihr jetzt einfach nicht mehr. Ich habe einfach keine Nerven dafür. Also echt nicht für diese Klugscheißerei. Aber jeder tiltet mal in einem Spiel raus. Lasst mich doch bitte einfach mal mad sein, ohne mir 30.000 Absätze zu schreiben, warum ich nicht mad sein darf. Er war auch eine Ein-Mann-Armee, ne? Der war hier alleine am Start. Aber ich meine, die haben auch selber nichts mehr, ne? Muss man so sagen. Das war vielleicht eine Niederlage, aber diese Armeen, die können jetzt erstmal auch nicht mehr viel machen. Ja, ich bin RIP. Also mein Run ist done. Hast du noch so viele andere Feinde hier am Start? Ja, ich kann nichts mehr machen. Also der hat mir jetzt, ich habe gerade versucht, die ganze Zeit die Armee wieder aufzubauen. Der Dude ist halt mitten in meiner Gegend, in meinem Dings drinnen und von oben kommen die Waldelfen. Und die sind das eigentliche Problem. Also wir können im Endeffekt, das ist ja auch der Grund, warum ich gerade so reingetiltet bin mit dem Fight. Auch wenn der Chat alles wieder besser weiß. Ich habe bei mir tatsächlich Emote-Only angemacht, weil es mir gerade richtig auf den Sack geht. Ist einfach manchmal frustrierend, gehört bei Warhammer dazu, wenn wir auf dem Schwierigkeitsgrad spielen. Aber dadurch, dass wir den Fight verloren haben, ist mein Spielstand ist halt dann. Ich werde mich davon nicht mehr erholen, weil der mir jetzt quasi, also ich habe jetzt das Geld einfach nicht mehr. Dadurch, dass der halt von unten kam, nimmt er mir gerade meine komplett fertig ausgebauten Städte quasi alle ein. Aber ich kann mich auch nicht rechtzeitig aufbauen, weil von oben die Waldelfen kommen. Also die spielen quasi Schere und ich bin dazwischen. Und ich habe in der Theorie quasi, in der Theorie hätte ich noch genug Geld, um zu reagieren. Aber in der Praxis kriege ich die Einheiten nicht schnell genug rekrutiert, um noch darauf zu reagieren. Weil der hat mir damit jetzt meine dunkle Arche zerschossen. Das ist das, womit ich die Einheiten geholt habe. Und in meiner Hauptarmee habe ich nur 2 Rekrutierungsslots pro Runde. Und mit 2 Rekrutierungsslots pro Runde, ich habe jetzt 8 Einheiten, ich habe 4 gegnerische Armeen plus die Hochelfen neben mir, ich komme nicht mehr raus. Also es war mein Missfail, dass ich da bei Eisenstachel einfach zu spät reagiert habe, dass der da drin stand. Aber das hat mir halt das Spiel gekostet und ich werde mich nicht mehr erholen. Kriege ich hier noch zumindest hier jemanden bestraft? Nein! Nicht mal das.
Sigwald kann nicht mal noch die stinkenden Katakomben niederbrennen, um das auszugleichen. Wir müssen vielleicht auch nochmal gucken, dass wir vielleicht irgendwie Charaktere finden, die noch ein bisschen... Das sah so auf der Karte so nah aus, ne? Dankeschön, Kiroi, für den Prime-Sub. Das Schuss. Ist sehr nett, dankeschön. Wir müssen wirklich Dank mal dafür. Gucken, ob wir irgendwelche Charaktere finden. Die noch näher die sind, meinst du? Genau, die sich wirklich gegenseitig supporten können. Ich muss sagen, mich triggert's halt also wenig in dem Sinne. Ich habe mich jetzt halt im Fight geärgert, so wie jeder Mensch sich halt in einem Fight einfach ärgert, sag ich mal. Keine Ahnung, das finde ich gehört halt einfach mal dazu, dass man sich bei sowas ärgern darf. Aber es war halt einfach de facto einfach nur mein Fail, dass ich da unten zu langsam reagiert habe. Also das war einfach, ich habe Eisenstachel fallen lassen und habe dann fälschlicherweise angenommen, ich habe Zeit, die Sachen oben rechtzeitig zu regeln, hatte ich aber einfach nicht mehr. Ja, also können wir dann damit festhalten, dass du den Run verkackt hast, ja. Contest gewonnen hast? Ja. Das ist, man muss ja schon auch mal das Positive für mich quasi daran sehen. Das geht auf meine Kappe. Ich war zu arrogant. Dadurch, dass ich zwischenzeitlich so stark war, war ich einfach zu arrogant und habe mich zu lange mit den Waldelfen oben beschäftigt. Ich habe die Runde gewebert. Ja, ich finde es gut, dass wir den Begriff Webern dann jetzt so quasi Schritt für Schritt von mir wegbekommen. Das finde ich, das ist gut. Das ist, wenn es eine gute Sache an dieser ganzen Geschichte gibt, dann das. Quasi. Auf jeden Fall. So, ich gucke jetzt gerade nochmal zur Sicherheit in diese Embargos rein. Aber tatsächlich ist ab heute, ne? 3 p.m. British Summer Time. Das ist 16 Uhr bei uns, glaube ich. Also tatsächlich vor einer Viertelstunde gewesen. Ich hab's nicht absichtlich gemacht. Ich schwör's. War jetzt aber schon verblüffend gut getimed, Pia. Also, muss man jetzt schon mal so sagen. Ich hab's nicht absichtlich gemacht, ich schwöre. Okay, dann will ich dir das jetzt mal glauben. Ich hab's nicht absichtlich gemacht. Ich hab einfach nicht mitgedacht. Okay. Ich schwöre. Ah, oh Mann. Aber es ärgert mich. Ich glaube, ich überlege gerade. Wir können auch den Blut-DLC jetzt zeigen, ne? Dürfen wir den auch zeigen? Ich glaube schon. Bist du dir sicher? You can show Champions of Chaos and Bloodpack footage from Embargo 3, Friday 19th at 3 p.m. Wenn ich das hier richtig sehe. Geil! Ja. Das passt natürlich gut. Dann war es natürlich Absicht. Ja. Natürlich. 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 ich hab's so hart verkackt, Mann. Mach dir es tut mir leid. Nein, das ist alles voll okay. Das passiert. Wir alle haben schon Kampagnen gewebert. So, dann lass uns doch jetzt mal schauen, was wir für Konstellationen zusammenkriegen, die einigermaßen beieinander sind. Hast du schon eingeladen? Noch nicht, ne? Ich mach gerade auf. Ist klar. Moment.
Wir kriegen wahrscheinlich nicht beide die neuen Lords, weil die sind sehr weit weg voneinander. Ist doch nicht schlimm, oder? Aber wir schauen einfach mal. Ich glaube, die sollte man eh nicht gemeinsam spielen, weil die wollen ja beide die gleichen Städte. Die wollen ja beide diese dunklen Festungen. Deswegen schauen wir einfach mal, was ist. Es gibt ja genug coole Fraktionen. Jukka hat nur einen normalen Lore-Fehler begangen, Skaven vertraut. Man muss an der Stelle ja sagen, er hat ja sein Ding nicht gebrochen. Er ist einfach nur gestorben. Dafür kann ich halt schwer wütend sein. So. Aber es ist ein guter Punkt tatsächlich, dass du hast dich auf Skaven verlassen und sie haben dich enttäuscht. So, ich lade dich jetzt ein. So, jetzt lass doch mal schauen, wo sind denn diese vier neuen Helden? So. Also, Valkia wissen wir ja. Valkia ist oben bei den ganzen Dunkelelfen. Hestus ist irgendwo in ist bei Kislev rum, glaube ich, oder? Village ist natürlich super cool, aber der ist an der anderen Ecke der Welt in Kathay. Und Azazel. Wir dürfen die neuen Lords spielen, ja. Ab jetzt 16 Uhr dürfen wir in die neuen Lords rein. So, das sind deren Startpositionen. Also Leute, gebt uns gerne mal Vorschläge. Müsste Valkia nicht bei Khorne mit drin sein? Nee, Valkia ist, die sind alle bei den Chaoskriegern. Die sind alle bei den Chaoskriegern drin? Ja, das sind quasi Chaoskrieger, die den bestimmten Göttern ausgerichtet sind. Oh. Aber es sind keine reinen Dämonenfraktionen. Die haben tatsächlich auch ziemlich viele ziemlich viele Kriegereinheiten. Und genau, also Valkia ist eben da oben. Die haben wir ja gerade auch schon gesehen. Krass. Dann Village ist, finde ich, der coolste, aber der ist halt da hinten. Ist ja nicht schlimm. Halt, test ihn an. Probier ihn aus. Genieß ihn. Oh, Village ist der ekelhafte Zwilling, ne? Genau, genau. Der wäre halt auch geil. Und dann haben wir eben den Dude mit dem langen, ekelhaften Kinn. Richtig, richtig. Das ist ziemlich widerlich. Ja, eigentlich ist sehr geil, dass die zwei Chaos-Dämonen, die wir am coolsten finden, die maximale Entfernung zueinander haben. Das ist wirklich super geil, ja. das. Weiß jemand, wie funktioniert die C-Lane hier? Weil ich meine, es gibt ja diese See. Gibt's hier eine See, dass wir direkt halt hier. Oder ist die Map rund? Also ist sie, glaube ich, nicht, oder? Also kann ich von Village aus nach rechts gehen und dann bin ich direkt bei Valkia? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Ist die Erde rund? Fragezeichen. Nee, das geht nicht. Aber es gibt halt diese. Es gibt diese. Diese Seewege, wenn hier ein Seeweg ist. Jetzt warte mal. Oh, aber Chat sagt, wir können Siedlungen traden. Aber das bringt uns auch nur wenig, weil wir die Einheiten ja nicht rüberbekommen. Das stimmt. Ansonsten, es gibt noch Archaon, der ist hier, ist auch zu weit weg. Ich meine, Sigwald und Valkia sind natürlich recht nahe. Ja, aber möchtest du nochmal Sigwald spielen? Nee, ich glaube, das ist. Das ist halt. Das Einzige, was ich halt für dich anbieten würde, wäre Malekith. Aber das ist halt scheiße, weil du möchtest dich ja auch eine neue Fraktion testen. Also probier ihn doch, den Fillich. Wir wissen doch alle, dass du den spielen willst. Oder? Das stimmt tatsächlich. Wir wissen doch alle, dass du den spielen möchtest. Ansonsten, wir können auch trotzdem mal gucken, was so hier noch so in der Nähe ist, weil dann haben wir halt, dann ist es natürlich auch cool, wenn man zwei unterschiedliche Fraktionen hat, ne? Wo ist denn der normale Ziehen? Der ist da, okay. dann haben wir
natürlich eben die. Ich kann auch was anderes spielen, ne? Ich muss nicht Valkyr heute spielen. Das ist jetzt nicht. Es ist jetzt kein Zwang, ich kann auch was anderes. Wenn du jetzt schon Dunkelelfen warst, finde ich ja auch cool, wenn du jetzt auch mal die neuen Chaoskrieger bekommst. Ich hatte ja auch neue Funktionen, also das ist ja wirklich nicht schlimm. Also das stimmt, das stimmt. Ich guck gerade. Ich meine, Malekith finde ich halt schon auch immer cool. Oder Hellebron. Was jetzt lustig wäre. Einfach. Ja, ne, weil sie schlimm ist. Malus ist tatsächlich einer, den ich auch immer schon mal spielen wollte. Der ist ja auch nicht so weit weg von Valkyr, aber ein bisschen weiter weg. Ansonsten gibt es noch Bellacor von den Chaoskriegern. Aber tatsächlich, ich war ja schon ein Chaoskrieger. Also es ist schon richtig, dass wir eigentlich nochmal das Gleiche machen müssen. Bellacor ist, wo ist Bellacor nochmal? Ja, aber. Yeah. Aber Willi. Aber du willst doch bestimmt Willi spielen. Das stimmt, aber es ist, finde ich, albern, wenn wir eine Koop-Kampagne machen, wo wir uns gar nicht irgendwie. Aber Willi, was ist denn da hinten? Wo ist denn der? Der ist da ganz rechts, ne? Was ist denn da drüben vielleicht in der Ecke noch? Vielleicht kann ich dir ja entgegenkommen irgendwie. Jetzt lass mal kurz schauen. Ich guck mal, wie diese Seewege funktionieren. Nee, die sind leider. Da ist halt auch echt schwierig hinzukommen. Ja, bei Village ist wirklich nicht viel. Wer ist denn da? Ist, glaube ich, echt niemand. Weiß jemand, wer noch bei Village ist, der. Clan Mors sollte dort sein. Das sind aber Skaven. Das wollt ihr mir nicht antun, oder? Skaven wollt ihr mir nicht antun. Sind Clan Mors nicht Skaven? Okay, es gibt einen Dunkelelfen, der ist da. Lokir Teufelsherz. Das ist dieser. Piratentyp. Aber. Nee, ich finde eigentlich schon, dass du jetzt mal Anrecht auf Valkyr hast und ich guck, ob ich da, was ich da in der Nähe bin. Weil du darfst ja jetzt auch mal die neuen Völker und das Rework testen. Ja, weil ich habe das Rework genauso viel letzte Runde getestet wie du, Maurice. Das stimmt. Aber du hast schon Lust auf Valkyr, oder? Ja, aber du hast dazu genauso Bock auf Village. Das ist ja, also. Das ist schwierig, ja. Jetzt sind wir beide zu nett. Wir haben da kein Wasser dazwischen, ne? Das ist alles Festung. Mhm. Alter, wie kommt man da rüber? Also es gibt einen Seeweg, der ist aber ungefähr so von da, wo Morati ist im Grunde, zu mir dann. Also der ist leider nicht exakt da, wo wir ihn gebrauchen könnten. Deswegen. Ich überlege gerade, was sind denn noch coole Völker, die. Dr. Festus. Das Problem ist, auch die anderen Chaos-Dinge sind nicht unbedingt, also relevant viel näher dran, ne? Richtig. Der ist so am Arsch. Das ist insane. Also Village ist mega verstreut. Der ist halt komplett woanders. Und es gibt eben einen Dunkelelfen, der ist da in der Nähe. Es gibt, also Kathai ist natürlich dort, aber das haben wir ja schon gespielt. Und sonst ist da, glaube ich, wirklich. Ja, Kathai also hätte sich angeboten, aber auf Kathai habe ich echt. Nee, noch nicht wieder wissen. Bock, so, da das haben wir echt. Das haben wir ja gerade erst gemacht, genau, also das ist ein bisschen Quatsch. Ich glaube, das Problem ist, dass da hinten wirklich einfach nur die Einheiten sind, die wir nicht spielen wollen. Ja. Nämlich Oger und Ratten. Richtig. Ich glaube, ich werde dann Village vielleicht mal irgendwie eine eigene Kampagne, diese neue oder sowas machen.
Und ja, oder du startest dort und wir traden wirklich einfach ein Gebiet quasi und fangen dann so gesehen parallel nebeneinander an. Ist natürlich noch eine Option, ja. Ja. Ob wir das, wenn wir das hinkriegen. Das heißt, ich muss halt, basically müsste ich es halt schaffen, ein Gebiet bei mir einzunehmen oder du bei dir. Dass wir dann. Siedlungen traden geht nur, wenn eine schon daneben ist, wird noch gesagt. Das stimmt sogar, ne? Das stimmt sogar. Das ist korrekt. Oder wir trauen uns einfach zu, dass wir das schaffen, unabhängig voneinander. Ich weiß, das ist ein ganz absurdes Konstrukt. Nachdem wir gerade komplett gefailt haben. Ja, aber das ist ja, also, das passiert. Das heißt, wir müssten dann quasi, wir müssten uns beide oben rum erobern. Ja. Und uns in der Mitte treffen. Aber dann haben, na, es ist halt eine Koop-Kampagne, wo wir uns gar nicht supporten können. Dass da, das, ich fände es eigentlich schon cool, wenn man sich ein bisschen trifft. Jetzt komm ich, ich glaube, ich mache Dunkelelfen. Und ich meine, der ist halt auch wieder ein bisschen weiter weg. Ich hab, auf Malus habe ich halt noch ziemlich Bock. Den habe ich noch nicht gespielt. Meinst du, wir kriegen das hin, dass wir uns... Dass du dich nach rechts eroberst und ich nach links? Ist da Hellebronn dazwischen? Ja. Malus hat zwei Standorte, echt? Er hat zwei Städte. Er hatte Moment, im zweiten Teil zumindest zwei. Moment, der ist hier auch. Dann ist er ja wirklich direkt bei Valkia. Das passt ja dann super. Hat er zwei? Echt? Ja, guck, ich, wenn ich jetzt weggehe, schau, dieses eine rote Ding da bin ich auch. Anscheinend. Ich wenn ich nicht. Ein anderes wähle, ist das weg. Ach, das untere? Ja, ja, cool. Ja, dann. Das ist ja perfekt. Ich glaube, du musst ihn nochmal neu starten. Du hast die DLC-Helden noch nicht. Ich habe den doch gerade angeklickt. Dankeschön, Stitt, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ja, dann lass uns das probieren, aber vergiss ja, nicht, auf sehr schwer zu stellen bei der Kampagne. Jawohl. Dass wir das nicht vergessen. Nee, also das ist tatsächlich, Malus ist ein Held, den ich auch schon, nämlich lange spielen wollte. Ne, es überrascht euch sicher alle nicht, dass ich, ne, meine Helden sind sehr durchschaubar, was ich cool finde. Edgelord und Edgelord im Chaos. Absolut Edgelord, ja. Und dann werden wir halt irgendwie versuchen, das hier relativ schnell aufzugeben und ich muss nochmal neu starten. Tatsächlich, okay. Bei mir sind diese violetten Balken noch dran. Aha. True Chat. Dann geh du noch mal raus. Die Bücher zu Malus habe ich nicht gelesen, nee. Sind die sehr empfehlenswert? Gibt's irgendwen mit Peitsche? Gibt's einen Helden mit Peitsche? Es gibt Einheiten mit Peitsche. Musste man das DLC extra runterladen? Nee, ne? Nee, musst es nur aktivieren. Das ist einfach die gleiche, das ist diese, Nee, du hast nochmal 2 Codes bekommen, für Blut und für den DLC. Hab ich? In einer Update-Mail von vor kurzem. Okay, dann muss ich die Mail erstmal kurz suchen gehen. Akarth hat wohl eine Peitsche. Aha, okay. Ja, ja. Ja. Jawohl, dann. Hoste ich noch meine Kampagne. Nein, ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Oh nein. Oh Gott, ich glaube, oh nein. Oh, das wäre so ätzend. Ich habe das Spiel vorab bestellt. Und jetzt lässt er mich den Code nicht aktivieren, weil er sagt, ich habe das Spiel schon.
Oh. Weil ich dachte, dass es auch ein Beta-Zweig ist und kein Key. Ah, warum ist das so? Warum wirst du dafür bestraft, dass du diesem Spiel Geld Oh geben möchtest? nein! Ich dachte halt, das wäre alles in dem Beta-Branch drinnen. Ich wusste nicht, dass der eine Teil Beta-Branch und das andere Beta-Keys sind. Deswegen habe ich vorab bestellt, weil bei den anderen Sachen war Beta-Branch immer, okay, du hast einen Beta-Branch, aber du kriegst das Spiel damit nicht automatisch. Also dachte ich tue dem Entwickler was Gutes und bestell und. Und jetzt hast du quasi eine Version von dem DLC, die noch nicht gilt und kannst deine Ja. Vorabversion nicht aktivieren, Ja. weil Steam denkt, du hast ihn schon. Ja. Ich gebe den Key ein und das Spiel sagt, du hast das Spiel schon. Au. Das tut mir leid. Das ist echt hart. Das ist nicht. Ah. Anscheinend hat Gronkh auch regelmäßig genau das Problem, wird bei mir geschrieben. Scheiße. Das hatte ich noch gar nicht, aber es ist sehr nachvollziehbar, ja. Ich kann das DLC nicht einfach so zurückgeben. Dafür musst du dein Support-Ticket aufmachen. Das geht doch nicht in einem Instant, oder? Nee, eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Vorbestellungen ist, wenn du es noch quasi ja gar nicht gespielt hast. Habe ich noch nie probiert, kann ich dir jetzt nicht sagen, leider. Zählt der Key nicht als Beta-Key? Ja, das schaut. Die Sache ist, normalerweise, wenn du halt ein Beta-Testing machst, dann gehst du über den Beta-Branch rein. Das heißt, das ist gar kein Key in dem Sinne, sondern du hast quasi eine Presse-Beta-Branch-Version unter Eigenschaften, die du mit einem Code freischalten kannst. Normalerweise. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, ist das in diesem Fall aber aufgeteilt, weil quasi Immortal Empires über einen Beta-Branch kommt, aber also Blutinhalt und Charakterinhalt, also dieses DLC, haben sie nicht über den Beta-Branch freigeschalten, sondern dafür haben sie Beta-Keys gebaut. Weil ich jetzt aber die Chaos-Sachen vorbestellt habe, kann ich den Beta-Key, den ich habe, der es jetzt freischalten wird, nicht bei Steam aktivieren, weil Steam sagt, du hast das Spiel schon. Das heißt, ich habe vorab eigentlich Zugang und die Erlaubnis, es zu spielen, aber komm nicht ran, weil ich so dumm war, das Spiel Nein. vorzubestellen. Weil ich dachte, dass eh alles über einen Beta-Branch geht, weil normalerweise immer alles über einen Beta-Branch geht. Und Ja. ich kann das Spiel auch nicht zurückgeben, weil das mehrere Stunden braucht. Das hilft uns jetzt nichts. Damit war's das mit Valkyr für mich für heute. Ja, die Lektion darin ist, Pia, als Einfach. Influencer dir wirklich immer alles nur schenken lassen. Niemals dein eigenes Geld in die Hand nehmen, denn du wirst nur bestraft, selbst wenn es 15 Euro für ein DLC sind. Du musst einfach alles dir nur schenken lassen, weil, ja, das. I Mache ich cry. das richtig, dieses Twitch-Influencer-Game? Nein. Tut mir leid. Nee, das ist echt uncool. Das tut mir echt leid. Passiert. Kann man nichts machen. Dann ist die Frage, was wir dann Aber dann machen. kannst du die neuen Helden anspielen und dann suche ich was in der Nähe, wo ich mitspielen kann. Dann würde ich tatsächlich gucken, ob wir was in der Nähe von Village finden. Weil wenn wir natürlich den spielen, dann, Ja, wenn auf es die jeden neuen Fall. Helden werden, dann will, glaube ich, mein Chat, dass ich Auf jeden macht das, den macht das. ekelhaften Zauberer spiele. Ich meine, Valkyr ist auch cool. Also wie gesagt, es gibt einen Dunkelelfen da. Nee, Es gibt Dunkelelfen diesen nehme ich jetzt Lokir. nicht nochmal mit, wenn ich gerade Dunkelelfen Das gespielt habe. verstehe ich. Was gibt's denn sonst noch da in der Nähe? Was sind denn sonst noch Völker, die du cool findest? Nakai ist ein, der baut keine Sachen, ne? Das ist eine Horde. Das weiß ich jetzt gar nicht. Es gibt.
Wo sind denn die ganzen verschiedenen Vampirfürsten? Ist da vielleicht einer hier? Nee, auch nicht wirklich. Warte mal. Guck mal hier für die Leute an. Hier ist das Spiel wieder. Also Leute, wir brauchen eure Unterstützung. Ich werde hier sein. Wir wissen, dass da Cathay ist. Das haben wir schon zu Genüge gespielt. Da hat Pia sehr verständlicherweise keine Lust drauf. Deswegen brauchen wir irgendwas Cooles, was hier in der Nähe ist. Und die Leute wollen natürlich, dass du Ogre spielst. Die sind da in der Nähe. Ich glaube nicht, dass irgendein Waldelf hier ist. Nope. Was ist da ist hier? Leider auch kein Gruftkönig in der Nähe. Ich habe schon geschaut, das wäre auch cool gewesen. Tatsächlich. Stimmt. Vampir wäre halt auch cool gewesen, aber auch Isabella nicht, ja. Und Manfred sind leider auch ein bisschen weiter weg. Irgendein Echsenmensch vielleicht? Echsen wären auch cool. Ich meine, Echse gäbe es eine. Ich weiß halt, also ich bräuchte da halt viel Hilfe vom Chat tatsächlich. Weil ich habe noch nie mit einer Horde-Einheit gespielt. Ah ja, der ist hier unten, ne? Genau. Der wäre ja, halt also relativ Horden nah. Sind auch oft uncool. Wieso? Ja, weil ohne Bauen und so richtig barbarisch und primitiv. Aber natürlich, ich will ja nicht für dich sprechen. Wie funktioniert das denn überhaupt mit dem Einheitenrekrutieren? Wenn ich halt nichts richtig einnehme, habe ich dann, also Horden bauen, Lager oder sowas, oder? Glaubt ihr, rekrutierst du in der Armee dann direkt? Also den habe ich noch nie gespielt. Ich würde den probieren. Ich fand den halt generell schon immer sehr cool. Ich habe mich nur noch nie getraut, den auszuprobieren, weil alle immer gesagt haben, der ist sehr schwer. Andererseits habe ich konstant Morati gespielt und die war in Total War Warhammer 2 auch sehr schwer. Ich habe ja jetzt schon einmal gewebert, ob ich jetzt nochmal weber? Das stimmt. Dann lass mal, wo ist hier? Hier nochmal. Dann lass mal gucken, wie nah sind wir da aneinander. Ich meine, das ist auch wieder, das ist ähnlich weit, wie wir gerade waren. Es sieht nah auf dieser Map aus. Aber eigentlich sind wir auch wieder weit auseinander. Ja, aber wir haben ja nichts. Wir haben ja nichts Näheres. Was Näheres finden wir nicht. Ja, das sind halt alles Oger, so. Richtig. Genau. Ich habe gerade noch mal geschaut. Auch von der Vampirküste. Alle Feiertanz. Ich glaube, es ist nicht das Nächste, was wir kommen. Scheint mir auch so. Die Leute wollen Skaven, aber da hat Pia schon gesagt, nein. Weil das Gute an der Horde ist, dass du ja nicht Städte erobern musst. Du kannst dann versuchen, hochzukommen. Wir können es einfach mal probieren. Und dann sehen wir ja, wie es läuft. Aber ich bin halt... Ich meine, als Horde bin ich ja auch konstant mobil. Dann ist das ja vielleicht diesmal wirklich gar nicht so viel Distanz. Genau, das kann sein, ja. Wir probieren es einfach, oder? Waldelfen können sich porten. Das wäre auch eine Überlegung. Wie funktioniert denn das? Waldelfen können sich von Wald zu Wald porten. Das wäre... Chat ist smart. Chat ist sehr, sehr smart. Dann könnte ich theoretisch gesehen mit den Schwestern des Zwielichts starten. Das ist ganz am anderen Arsch, aber ich komme ja trotzdem geportet. Die Frage ist nur, gibt es da rechts einen Wald? Das, in Cathay ist ein Wald, wird gesagt. Ich meine, witzigerweise mit denen bist du auch näher an dieser Sea Lane. An was? An dieser, es gibt ja diese Seewege. Ah. Es gibt einen Seeweg, der ungefähr von da... Tatsächlich, also ein bisschen weiter, ist weiter runter. Aber dann lass uns doch das nehmen, was mich gerade zerstört hat. Ja.
Wir probieren das einfach. Komm, das ist ja jetzt auch, bevor wir jetzt hier auch... Manchmal muss man jetzt auch einfach, ne, den Rubikon überschreiten. Auf geht's. Und Waldelfen sind ja auch ein Volk, auf das du traditionell ziemlich Bock hast, so wie ich dich immer wieder verstanden habe. Ja. Und Village habe ich natürlich, ne, Leute, ihr wisst es, guckt euch dieses creepy Viech an, natürlich finde ich das mega geil. Ich bin ja auch selbst eine Marionette der Zwietracht. Ich sehe mich da sehr. Auf geht's. Halt, halt, halt! Team 1. Oh, stimmt. Sehr richtig. Danke, Chat. So. Der Chat ist wie so oft schlau. So, dann tue ich noch kurz den Streamtitel bei mir. Ich freue mich mega darauf, dein Viech zu sehen. Ich auch. Dankeschön, Berenon, für die 10 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Aber weißt du, worauf ich mich jetzt trotzdem freuen kann, auch wenn ich das andere verkackt habe? Auf das Blut-DLC. Oh weil ja. Das habe ich. Also sehen wir zwar keine Valkia heute, aber dafür sehen wir Blut und Schlamm und bläh. In der Tat. So, jetzt lass uns mal hier... Also hier bin ich. Wo könnte hier ein Wald sein, den... Siehst du die auf der Karte? Wen? Also die Wälder, ob du in einen Wald... Ich sehe einen Wald, aber das liegt nur daran, dass ich da die ewige Eiche sehe. Warte mal. Doch. Sehe ich. Nee, ich sehe dich. Warte mal. Ich glaube, du musst den erst für mich vermutlich erst... Nee, da unter. Doch. Das ist alles voll mit Wäldern. Ja, easy. Dschungel geil. Von Chian, der Spukwald... Es ist jetzt nicht direkt nebenan, aber wenn du versuchst, dich Richtung Süden auszubreiten, klappt das. Geil. Das kriegen wir hin. Ich habe hier auch schon richtig Einheiten von Vor allem kenne ich mich mit den Waldelfen generell so ein bisschen besser aus, weil ich die halt schon mal gespielt habe. Das macht es halt für mich ein bisschen leichter. Und ich werde mich eher aus dem Dunkelelfen-Eck da weg zurückziehen, weil ich habe die ewige Eiche und die ewige Eiche ist eh das Wertvollste, was ich haben kann. Das ist eh... Wenn die noch so funktioniert, dann wollen wir eh die haben. Ey, ich habe jetzt schon Bock auf meine Ziehnicheinheiten. Allein die Porträts, die Ziehnicheinheiten sind so... Warum ist der Hexenwald schon so weit ausgebaut? Oh, Bruder, okay. Da muss ich jetzt auch wieder reinkommen und rausfinden, wie das alles nochmal war. Alter, gebt euch das mal, Leute. Also als Village habe ich jetzt nicht mehr die Markierungen für alle 4 Götter, aber dafür halt Ziench für alles. Ich habe halt hier so richtig... Selbst die schäbigen Barbaren kann ich schon für Ziench markieren. Und die hier halt zu Hellebarden. Das ist ja geil. Deepwood Mage. They must suffer. Und die haben dann, selbst diese Barbaren haben dann Schilde. Ach, Sigwald kann das jetzt auch. Okay. Aber das DLC war nicht aktiv. Stimmt. Okay, ja. Dafür kann ich es jetzt tatsächlich hier nicht mehr für die anderen Götter, weil ich jetzt nur noch ein Ziench-Krieger bin. Das heißt, die haben tatsächlich auch ein bisschen weniger Vielfalt in mancherlei Hinsicht, diese neuen. Aber es soll mir ja recht sein. Dafür haben wir Ziench. Wer braucht schon andere, wenn er Ziench hat? Also spielst du jetzt nur mit lila Blobs? Nein, mit blauen blau-lila Blobs. Okay. Das Lustige ist ja, dass bei Ziench die Dämonen sehen scheiße aus, die Chaos-Krieger sehen so geil aus, weil Ziench hat ja diesen leicht ägyptisch angehauchten Stil für seine Soldaten. Das ist so stylisch. Und ich habe fliegende Untertassen, genau. Das Voice-Acting der Schwestern ist aber auch 1A. Ich finde es großartig. Also ich finde die Schwestern allgemein mega cool. Ich habe mich total gefreut, wie die rausgekommen sind. Und weil ich ja vorhin schon so viel rumgeheult habe wegen Morati, das ist jetzt der Punkt, an dem ich nicht mehr rumheulen muss, weil
jetzt in diesem Fall habe ich ja tatsächlich dann einen Drachen. Stimmt. Du hast doch da oben noch einen Undivided Writer. Ja, aber es gibt tatsächlich, also nur für alle, die es nicht kennen, die ich habe die ungeteilten Verbesserungen und danke ich habe Mona die Team-Verbesserungen. Es ganz gibt viel Spaß hier aber auch noch Dankeschön. Korn, Nurgle, Slaanesh für die Dankeschön. Champions, wie also Archaon zum Beispiel, der so, ist ja ein ungeteilter Champion. Diese neuen vier haben anscheinend wirklich nur ihren Gott. Und dann dafür sind sie auf denen mehr spezialisiert. Zum Beispiel kann Village kann auch diese Wandlung der Wege nutzen und Bündnisse brechen von Feinden oder einer Armee Chaosbrut hinzufügen. Der kann aber nicht so viel wie andere. Der kann nicht zum Beispiel Siedlungen tauschen. Da kann er weniger als Kairos. So. Wir versuchen uns jetzt erstmal hier mit allen anzufreunden, damit wir mit denen keinen Krieg machen müssen, sondern wir die alle konföderieren. Das ist quasi jetzt der Plan, den wir haben, weil ich will nicht mit all denen Krieg führen müssen. Ich möchte mich mit denen anfreunden und die dann einfach schlucken. Ich glaube, nur mit der wird es nicht gehen. Oh doch, sogar die nimmt mich. Und Eisensturm. Ups, da habe ich aus Versehen das Ausgleich nicht angeklickt. Aber dann haben wir nämlich hier ein bisschen, dadurch, dass ich jetzt mit all denen Nicht-Angriffspakte habe, greifen die mich hoffentlich jetzt einfach nicht so schnell an. Das triggert jetzt langsam hoch, dass wir uns anfreunden. Und dann werden wir hier stückchenweise Krieg wegen die Paradona, weil wir wollen die ewige Eiche behalten. Das heißt, wir werden quasi zwei Sprünge machen. Potenziell lassen wir den Hexenwald fallen. Der ist nicht so wichtig für uns, wenn wir versuchen, zu Maurice zu kommen. Bei der ewigen Eiche werden wir ausbauen, weil die wollen wir auf jeden Fall haben. Die ist ultra strong. Und übrigens für alle, die sich fragen, was zum Geier ist das hier eigentlich? Dann werde ich wahrscheinlich versuchen, hier oder hier zu kommen. Mein Held und ist we'll ein missgestalteter für 43 Monate und crazy Winzling, Cooking nochmal wegen den der sich gewünscht hat, besser zu sein als sein großer Bruder Tommen. Dankeschön, Tickles für die 24 und dann Monate. Von Zinch an ihn geklebt Dank wurde und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Geistige Sklaverei über ihn erhalten hat. Also, weil Zinch halt einen Sinn für Humor hat. Das sind wir. Dankeschön. So. Wir bauen hier jetzt erstmal aus, damit wir mehr Einkommen und alles haben. Das passt ganz gut. Ämter haben wir jetzt noch gar keine frei. Da haben wir jetzt so Hof der Feenkönige, wo wir dann mit Ämtern arbeiten müssen. Aber das geht eh gerade noch nicht. Da sieht man die Tiefwurzeln, genau. Da kann man halt so rüberziehen. Das ist ziemlich strong, wenn man dann so rüberreisen kann. So, Diplomatie haben wir, wie gesagt, haben wir ja schon initiiert. Das machen wir doch nicht. Mit Bretonia sind wir nicht so befreundet. Mit denen können wir, glaube ich, noch nicht handeln. Und wir können noch Gaben machen. Ach doch, können wir. Aus irgendeinem Grund können wir handeln. Dabei habe ich gar kein Wasserding, glaube ich. Ich habe dir ein Handelsabkommen geschickt. Wir können handeln, ernsthaft? Ich weiß nicht, wie. Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, wie das möglich ist, dass wir handeln können. Aber ich habe dir auf jeden Fall ein Handelsabkommen geschickt. Ja, und geil. Ich warte gerade auf Spieler. Also es scheint zu funktionieren. Ich meine, du hast... Da habe ich es, ja. Du hast ein Wasserding. Ah, seit neuestem braucht man dafür keine direkte Verbindung mehr. Das ist natürlich beruhigend. Das macht es ein bisschen leichter. So, die Frage ist, warum kommt Verhandlungen ausstehend? Hier, jetzt. Ist es da? Ja. Geil. Witzigerweise, im Dialog sind deine Charaktere von mir komplett angewidert. Was ich auch verstehe. Komisch. Ich glaube, Village ist also wirklich, ich muss aber ehrlich sein, jetzt bin ich ja wirklich das Gegenteil von Sigwald, ne? Gerade war ich der schönste Mann der Welt, jetzt bin ich, glaube ich, das widerlichste Etwas der Warhammer-Welt und das will wirklich was heißen. also, so schnell geht's. So schnell kann's gehen, wenn man mit jemandem spielt, der webert. Ja, genau. So, ich guck mal, ob ich noch mit irgendjemand anders handeln kann. Nee, niemand mag Village. Niemand ist mit mir befreundet. Leute, ihr müsst für Immortal Empire nicht alle Teile installiert haben. Nein, ihr müsst nur alle Teile über den gleichen Anbieter haben. Das heißt, du musst entweder alles bei Steam oder alles bei Epic Games oder sonst wo haben, damit das Spiel das erkennt, dass du alle hast. Du musst sie nicht installiert haben.
Dankeschön, Salasta. Widerlicher als Nörgel geht nicht, wird gesagt. Vielen also ich finde Village ist und danke allgemein wegen den ganzen Zaps. Und es tut mir, vor, halt es tut so mir super leid, dass ich vorhin so getiltet bin in dem Fight. Ich bin das hat ein mich so aufgeregt, dass aus dem Rücken meines dass ich mich da so schlecht angestellt habe. Das war einfach stupid. Also ich finde schon, dass ich da gewinne. Das hat mich richtig getiltet einfach. Ich weiß auch, dass man mit Zauberern nicht einfach in die andere Armee reingehen kann, aber es war so. Die letzte Runde lief so gut und ich habe so hart gewebert und ich habe mich da einfach auch so krass über mich selbst geärgert, weil ich da so reingeschissen habe einfach. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Es klingelt. Ich bin, mach kurz meinen Zug zu Ende. Jawohl. Hab gerade eh nicht viel zu tun. Boah, ich kenne Daves und Schmiede gar nicht noch. Hallo, bis gleich, so rum war's. Was ist denn Daves Schmiede? Im Tausch für seine Gunst wird Fürst Dave euch einen Gegenstand einer Verbesserung oder einen Segen schenken. Und wie bekomme ich da Gunst? Wem muss ich dafür in den Arsch kriechen? Also ich hab ja diese Bärensteine, die ich sammeln kann. Und diese Bärensteine, die kriege ich ja quasi, auch wenn ich diese wie war das nochmal? Dankeschön, Bumble, für die 10 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Mit Kämpfen. Okay, also Gunst bekomme ich mit Kämpfen. I see, so war das. Und dann brauche ich diese Edelsteine, die ich sammeln muss. Kriege ich die Edelsteine auch über Kämpfe? Bernstein ist es, sorry. Bernstein hätte jedes Mal, wenn zur Heilung eines Waldes ein Ritual der Wiedergeburt durchgeführt wurde. Über das Technologiefenster könnt ihr den ältesten Bernstein schenken und werdet dafür mit Weisheit und Macht belohnt. Ich will jetzt noch nicht unbedingt... Ah, indem ich Wälder heile, also diese Wälder einnehme quasi. Das heißt, wenn ich diese Wälder mir hole, dann bekomme ich dafür Bernstein, weil ich sie geholt habe und damit geheilt habe sozusagen. Das ist unabhängig vom Bernstein. Ja, das weiß ich. Aber die Bernsteine darf ich ja auch nicht außer Acht lassen, glaube ich, oder? Frage, was heißt alle Teile? Alle Warhammer 1 plus 2 plus DLCs? Nein, es geht um die Basis-Games. Ja. Prinzipiell bei dem Spiel ist es halt so, in sich ist quasi der erste, der zweite und der dritte Teil sind in sich geschlossene Teile, die alle ein anderes Gebiet und andere Fraktionen mit sich bringen. Und Immortal Empires ist quasi die Verbindung von diesen drei Landkarten mit allen Einheiten aus den drei Teilen. Und damit du Immortal Empires spielen kannst, brauchst du das Basisgame vom ersten, vom zweiten und vom dritten Teil. Außer du spielst Immortal Empires im zweiten Teil, dann brauchst du nur das erste und das zweite. Und du brauchst immer nur die DLCs von den Charakteren, die du selber spielen möchtest. Weil die Charaktere sind trotzdem im Spiel und funktionieren komplett normal. Nur kannst du sie nicht auswählen. So wie ich jetzt zum Beispiel Valkyria nicht spielen kann, weil ich gefailt habe. Aber Maurice trotzdem das Chaos-DLC hat und deswegen den neuen Helden spielen kann. Mal festhalten, weil Pia die Entwickler unterstützt und ihr eigenes sauer verdientes Geld ausgegeben hat für den DLC, während ich einfach... Ne, das kriege ich doch geschenkt. Das ist doch, das steht mir doch auch zu. Ich bin doch wichtig. Ne, das ist der Unterschied. Und ich werde belohnt. Und Pia wird bestraft. Das sagt viel über die Welt. Ich muss sagen, ich beiß mir auch ein bisschen in den Arsch, weil das echt nicht so klug war von mir. Aber. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Also wirklich. Ich dachte, dass es über den Beta-Tree kommt, weil es eigentlich immer über den Beta-Tree kommt. Ja, ich bin jetzt weiser als davor oder so. Ich tue aber einfach hier mit der Kamera aus. Guck dir nochmal meinen Helden an, ne? Wir sehen ihn auch gleich noch in der Schlacht. Das bin ich. Also nicht der hier. Ich bin das Ding auf dem Rücken. Das hier ist nur eine Fleischpuppe quasi. Ich bin das da. Ich höre das. Und es ist einfach... Es ist wunderschön. Ich bin nicht das da. Ich bin das Ding auf dem Rücken. Ich bin das da, das ist nur eine Fleischpuppe. Ah, okay. Ja. Mein Bruder übrigens tatsächlich. Also, der war halt groß und stark und ich war klein und schwach. Also habe ich gesagt. Naja, verdammt, das hätte echt auch sein können. Für die 5 verschenkten Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wenn ich einen großen Bruder gehabt hätte, hätte durchaus so laufen können. Ne? Ich bin halt der Nerd der Familie. Alles klar, Lucky, danke schön für den Hinweis, das hilft. Und danke wegen den Subs, ihr Lieben. Aber Ziech ist ja da, um mir zu helfen. Das,
Ich nutze Steam, ja, weil ich den ersten Teil auch schon seit Ewigkeiten habe. Da gab es Epic noch gar nicht. Schreibst du nachher nochmal CA an, um mit ihm mitzuteilen, dass das nicht so optimal gelöst ist? Beweg dich schneller, du Narr. Ich werde dir auf jeden Fall mitteilen, dass ich traurig bin. Er beleidigt ihn auch weil ich ständig. Doof bin. Ist doch auch schönes Gameplay. Ja. So, wie funktionierte dieses Reisen noch einmal? Ich gehe dafür quasi... Boah, wie war das? Ich muss... Wie reise ich noch mal durch die Wurzeln? Ich habe hier die Tiefwurzeln. Und wenn ich jetzt zur ewigen Eiche reisen möchte... How do I do? Wähle eine Streitkraft, die sich zurzeit in einem magischen Wald befindet und klicke auf das Tiefwurzelnfeld auf einer anderen magischen Wald, um sofort dorthin zu reisen. Zwischen Reisen gibt es eine Abkühlzeit. Geeignete Streitkräfte sind in der Kommandanten- und Heldenliste durch Dings markiert. Ihr könnt die Kamera schnell in eurer... Okay. Das heißt, ich drücke die jetzt an und dann sage ich... Okay, ich habe meine... Nee, ich habe nicht die Armee ausgewählt, ich habe meine Stadt ausgewählt. Mein Fehler. Ich drücke die Armee jetzt an und dann sage ich, aber ich will dahin. Und dann drücke ich das dann an? Nein, das war falsch. Fast. Ich lerne gerade die Mechaniken von den Waldelfen neu, weil ich die seit 100 Jahren nicht gespielt habe. Es tut mir leid, dass ich da gerade so lange brauche. Absolut okay. Ich merke derweil gerade, dass ich jetzt tatsächlich, ich bin jetzt der Feind. Also ich bin jetzt quasi vor den Toren von Kathay, da startet Village. Der ist jetzt der Typ, der vor der Mauer ist. Das ist seine Startposition. Also wo du so viel verteidigt hast, ich bin jetzt der andere. Oh, jetzt ist der gelaufen. Nein. Oh, jetzt stehe ich daneben. Oh mein Gott. Jetzt ist der dahin gelaufen. Hat er gewebert? Ich verstehe es nicht so genau, wie das jetzt funktionieren soll. Unten rechts im Menü den rechten Kreis zum Aktivieren. Welchen? Ja, den habe ich, die Tiefwurzel muss ich anmachen, ne? Und dann müsste ich jetzt eigentlich... Aber das schafft er nicht, er läuft dann. Oh, Pia lernt das Spiel wieder neu. Tut mir so leid. Du hast so viel Pech auch heute. Nee, alles gut. Ich habe einfach nur die Fraktion schon unendlich lang nicht mehr gespielt. Und es ist halt, es sind immer so fraktionseigene Sachen. Die muss ich mir dann halt nochmal in Ruhe angucken, weil ich es halt nicht mehr sicher weiß. Unten rechts im Menü den rechten Kreis aktivieren. Okay, also erst den rechten Kreis aktivieren, aber dann, da muss ich ranzoomen. Wenn ich den rechten Kreis aktiviere, ich kann die Armee ja so nicht anklicken. Wählt eine Streitkraft, die sich zu einem magischen Wald befindet. Klickt auf das Tierwurzelfeld auf einem anderen magischen Wald. Aber ich habe kein Tierwurzelfeld auf einem anderen... Oder ist das Tiefwurzelfeld und das ist gerade noch gelb, weil es noch deaktiviert ist? Ach, der Kreis oben, ja, aber den kann ich nicht anklicken. Sobald ich versuche, das anzuklicken, geht das weg. Now we found it. Ich danke euch für eure unfassbare Geduld mit meinem Gehirn, weil mein Gehirn ist heute eher langsam. Ich würde gern sagen, es liegt an der Hitze. Ich glaube nicht, dass es an der Hitze liegt. Ich glaube, mein Gehirn ist einfach generell ein bisschen langsamer. Dankeschön an dieser Stelle. Das ist nicht wahr, aber es ist die Hitze. Ich bin eindeutig überzeugt, dass es die Hitze ist. Das hilft, das hilft. Jetzt verstehe ich alles. Okay.
Gut. Pia ist jetzt wieder angekommen und kann jetzt wieder effizienter spielen. Puh. Ich glaube, der hier ist komplett ahnungslos. Wer eben gerade fragt, wer ist das? Das ist die wundervolle Pia-Shurioka. Wir haben auch einen Squad-Stream, da findet ihr sie. Oder einfach auch Shurioka eingeben bei Twitch. Und da gibt es sehr viel tollen Strategie-Content. Das heißt, wir haben sowieso die größte Überschneidung von allen Zuschauern und von anderen Kanälen. Die meisten von euch hier folgen ihr wahrscheinlich schon eh. Aber die zwei Leute von euch, die das nicht tun, gehen rüber. Ne? Das ist sehr nett. Mir fällt gerade eine Sache auf, die schade ist, dass der Run vorher so schnell zu Ende ging. Wenn er länger gegangen wäre, wäre er Material für den Shurioka YouTube-Kanal gewesen. Und dann hätte ich ein Luna-Bild von mir als Sigwald bekommen. Ist schon in Planung. Ist das schon? Oh. Es wird schon gezeichnet. Oh, das ist wundervoll. Das ist. Ich meine, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, weil dann würde es irgendwann noch Bilder von mir als Village geben. Ja, das hast du mit heute deklariert, dass es auch dich als Village geben wird. Aber es ist so ein bisschen. Also, ich finde, es ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ironisch. Ja. Dass du dich freust, dass du als Siegwald gezeichnet wirst und in dem Moment, in dem du das quasi bestätigt bekommst, kommt auch die Bestätigung dafür, dass nichts vergessen wird. Ja, ich bin, also mein Gehirn ist auch nicht immer das, was ich denke, was ich gerne hätte, dass es wäre, gebe ich ja auch offen zu. Mit wem bin ich denn hier im Krieg gerade? Dankeschön, Cloud, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, danke. So, ich habe doch bestimmt mit irgendjemandem schon Krieg. Ich hätte halt ein bisschen effizienter spielen können in den ersten Runden, wenn ich nicht einmal random hin und her gelaufen wäre. Dann hätte ich da oben wahrscheinlich die Siedlung schon eingenommen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufholen, was wir da in den Run gesetzt haben. Aber mit aufholen kennen wir uns ja auch, Leute, ne? Ich habe gerade nicht kapiert, dass mir gegnerische Armeen in Festungen erst angezeigt werden, wenn die im Krieg sind. Also wenn ich im Krieg bin, oder habe ich die übersehen? Weil gerade sah diese Festung noch leer aus für mich. Jetzt müssen wir ihn halt ein bisschen belagern, aber das kriegen wir auch hin. Wenn sie rauskommen, dann müssten wir sie eigentlich platt machen können mit dieser Armee. Die ist eigentlich... Die eine falsch laufende Runde wird dir nicht die Kampagne kosten, das glaubst du jetzt. Yes. Schade, es gibt keine Ziehnicht-Trolle. Oh, aber das will ich noch. Moment, dieser eine Barbar muss auch noch ein Ziehnicht-Barbar werden. Ich will mich nicht beschweren, aber du machst mir mein ganzes Leben gerade so viel schwieriger und es ist so furchtbar. Was? Ich? Ja. Warum? Weil mich die Waldelfen, die ich konföderieren möchte, damit ich nicht mit 7 Waldelfeneinheiten, die neben mir sind, jede Runde mehr hassen, einfach nur, weil wir verbündet sind. Und ich komme mit der Konföderation nicht klar, weil ich nicht dagegen ankomme mit dem Hass. Mm. Das heißt, ich muss mit jeder Waldelfenfraktion, die du normalerweise einfach konföderierst, individuell Krieg führen. Ich verstehe das gar nicht. Village ist so ein sympathischer Typ. Du weißt gar nicht, was du mir sagen willst, Pia. Es scheint übrigens, weil das gerade bei mir im Chat jetzt schon mehrfach Thema war, dass es bei uns erst am 24. kommt wegen Zeitzonen. Aber das ist doch, kann doch eigentlich nicht sein, weil Creative Assembly ist ja ein britischer Entwickler, also die sind ja nicht in einer komplett anderen Zeitzone. Würde mich jetzt irgendwie... Ja, ich kann Waldelfenfraktionen per Quest konföderieren, das weiß ich. Aber das Problem ist, dass wir sehr schwer spielen und ich davon angewiesen bin, dass die mir nicht alle Zeit gleich den Krieg erklären und mich angreifen. Weil sonst ist dieser Run genauso schnell vorbei wie der andere.
Aber das kriegen wir schon hin. So, Pyrrhus-Sieg würde einen Trupp verlieren. Wir tun mal noch einmal fortsetzen. Und dann tun wir es nächste Runde, weil eigentlich will ich gerade gar nichts verlieren, gerade am Anfang so. Twin Defenders of the Glades. We fight for the forest. They shall join the Wee. Kommst halt echt schnell mit diesen Chaoskriegern auf eine volle Armee. Du verlierst sie auch schnell wieder, aber du kriegst sie auch schnell. Itching for fresh battle. Ah, genau, das sind diese Nebeninseln, die ja basically die ja alle nur ein Dings drinnen haben. Ich baue ja quasi mit den Einheiten ja auch nur in meiner Hauptstadt. War das? Invincible. Na gut. Boah, ich fühle mich tatsächlich auch nicht. Ich fühle mich jetzt tatsächlich gerade sehr wieder in meinem Element mit Zinch, in dem Wissen, weil ihr auch gerade schreibt, dass jetzt all meine Einheiten wieder sehr lächerlich overpowerte Schildmechanik haben. Du fühlst dich plötzlich einfach so viel mächtiger. Selbst die billigsten Barbaren hier haben jetzt diese Schilde. Das ist halt total lächerlich eigentlich, aber. Aber wenn halt Zinch einfach der Beste und der Coolste ist, ne, wer bin ich, um da gegen zu argumentieren? Das ist halt einfach so. Ja, der wurde mal geschwächt. Jetzt macht mir doch nicht die Party kaputt hier. Boah, ich kann halt echt nicht bestreiten, dass das Village einfach ich ist. Weißt du, was er gerade gesagt hat, als so ein Norska-Barbar hier um sein Handelsabkommen? Ich genieße es so sehr, wenn eine willige Marionette kommt, um sich ihre Fäden abzuholen. Cosplay, das habe ich so nie gesagt, aber es könnte ein Zitat von mir sein. Das ist Cosplay, tatsächlich das. Machen wir ein Duo-Cosplay, Pia? Du bist der Krieger und ich wachs dir so aus dem Rücken raus. Aber wenn wir das hinkriegen, das gewinnen wir jeden Cosplay-Wettbewerb, ne? Ja! Wo ist der Drache? Den muss mein Charakter erstmal freischalten. Ist dann wie so ein Pferdekostüm. Es ist auf jeden Fall widerlich. Moment, das war schon eine dunkle Festung, oder, Leute? Weil ich jetzt hier wieder dieses Geschenk an Vasall habe. Das ist schon eine dunkle Festung, die ich hier erobert habe, oder? Wäre sonst gerade ziemlich dumm. Nicht, dass ich jetzt das Falsche klicke. Weil da ist eigentlich immer dieses Besetzen und Vasallentum. Ja, war eine, ne? Ja, wir besetzen die, ja. Ne, genau, die sollte ich mir sich selber snacken, richtig. Ne, war richtig, das war jetzt kurz verwirrt. Wir versuchen zu gewinnen, Lusania. Ja, gibt unterschiedliche Quests, die nach und nach aufploppen. So, da ist auch schon was gebaut. Geil, geil. Guckt euch das an. Alter, noch ein Drop aufstrebende Champions. Mega gut. Adventure. So bored. So impatient. Yes, agreed. Oh, das Interessante an ihm ist tatsächlich, er hat nicht viele Festungen hier, die er sich snacken kann, bevor er nach Kaffei rein muss. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Schildkrötentor eine harte Nuss wird. Wir werden mal sehen, wie gut das funktioniert. Boah, eventuell habe ich es mir wirklich damit schon wieder direkt versaut, dass ich, da drei Runden lang rumgestanden bin und nicht gecheckt habe, was ich machen muss. Boah, das wird alles echt unangenehm gleich wieder. Das Spiel mag mich heute nicht so besonders. Wie viel Garnison habe ich denn da drinnen? Halleluja. Ich habe das Gefühl, ich komme aus dem Webern gerade gar nicht mehr raus. Sag das nicht so!
Wir machen da jetzt ein anderes Wort daraus. Wir machen da jetzt ein Pian draus oder ein Scholzen oder. Nein, dann denken alle nur an den Kanzler. Denken alle nur an den Kanzler. Das muss wohl weiter das Webern bleiben. Ja, das weiß ich, Lucky. Darum ging es in den ersten zwei Runden. Das war ja genau das Problem, das ich hatte. Dass wir nicht dazu gekommen sind. Dass ich halt ausprobiert habe, wie das geht und einfach einmal random im Marsch falsch rumgelaufen bin. War noch Garnisonsverstärkung in den Wald, die kommt da nicht mehr rechtzeitig an. Das braucht eine Runde, bis eine Garnisonsverstärkung fertig ist. Mindestens eine Runde. Also, wenn ich eine Garnisonsverstärkung, zwei Runden braucht das. Die Armee ist jetzt in dem Zug da. Wenn die Armee jetzt in dem Zug in den Wald reinmarschiert, bin ich mein Geld los und den Wald. Es bringt mir gar nichts, da jetzt noch was reinzubauen. Das ist genau die eine Runde, die mir gerade fehlt, damit ich wieder im Hexenwald bin, weil ich nicht ran, also ich komme an den Armeen nicht mehr rechtzeitig in den Wald rein. Deswegen muss ich den Wald jetzt alleine verteidigen. Deswegen gehe ich jetzt auch darüber, weil ich jetzt quasi einfach innen von hinten in den Rücken falle und Wolfs Amboss angreife in der Zwischenzeit, weil ich den Kampf nicht schaffe. Und ich hoffe, dass sie dann davon, jetzt belagert er das. Ich komme halt nicht ran. Aber ich krieg das eingenommen. Wer umlaufen's und versuchen sie damit zu provozieren. Das wird mir mein Problem nicht lösen. Aber zumindest tun wir was. Ich kann halt jetzt auch nicht mehr rekrutieren, weil die das da drüben haben. Boah. Das Spiel bestraft so hart, wenn man in den ersten zwei Runden nicht weiß, was man tut. Holy shit. Nein, ich kann mich nicht teleportieren. Ich kann mich erst ab Runde 10 teleportieren. Das ist ja genau das, was mich in den Arsch gedrückt hat, Leute. Das ist ja genau das Problem, das ich habe. Dass ich das nicht wusste und rumprobiert habe und mir das zwei Züge gekostet hat. Ich kann nicht teleportieren. Sonst hätte ich es gemacht. Ich kann gerade nur hoffen, dass ich dem jetzt genug eingenommen habe, dass er die Dings da aufhört zu machen. Weil ich krieg's mit der Garnison, glaube ich, auch nicht gekämpft. Nee. Keine Chance. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass wenn ich da quasi im Hintergrund jetzt die Sachen einnehme, ich glaube, der hat sonst auch nichts mehr, außer die Hexenhalle. Das heißt, wenn ich jetzt quasi einmal so im Kreis einen Rundumschlag mache, dann fängt seine Armee an zu zerfallen, außer er nimmt das Ding jetzt rechtzeitig ein, dann nicht. Aber lasst uns mal hoffen, dass wir da durchkommen. Ja, es gibt auch eine Stellung, die das kann. Aber das funktioniert, soweit ich mitbekommen habe, alles erst ab Runde 10. Ich entschuldige mich schon mal, Maurice, falls ich jetzt gleich RIP bin. Ach, das macht nichts. Das ist ja, wir sind auch sehr am Anfang. Ja, hat funktioniert. Geil. Hat sich zurückgezogen, weil ich ihm zu viel eingenommen habe. Geil. Outsmarted. So. Okay, was kommt jetzt? Eine Waldinvasion steht bevor. Das klingt auch super. Waldinvasion klingt auf jeden Fall auch nach etwas, was ich unbedingt haben möchte. Dankeschön, Schmiddy, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So. Woher sehe ich, dass diese Invasion kommt?
So, Leute, jetzt haben wir dieses Gebiet. Was gibt's hier noch? Die Festung der Augen. Oh, das ist noch eine dunkle Festung. Oh, perfekt. Dann können wir da ja noch hin. Sehr, sehr gut. Das rote leuchtende Feld auf dem Boden. Ach, das hier. Okay, das geht aber dann auch auf ihn wahrscheinlich, ne? Und nicht auf mich. Dann haben ich bleib jetzt noch, hier eine Runde stehen und porte mich mit Runde 10 da rein. Eine dritte Festung, bevor wir uns dann noch Dann haben wir jetzt wenden. Hier Zeit, ein bisschen Aber zu... Kaffee ist hier auch schon. ...uns ein bisschen zu erholen in der Zwischenzeit. Ja, ich muss sagen, Village taugt mir jetzt schon. Der ist sehr lustig. Und klar, ich habe nur Zienich, aber ich brauche ja auch nicht mehr als Zienich. Zienich ist love, Zienich ist life. Jetzt können wir den in der Zwischenzeit ausbauen. Weil der Hexenwald ja auch nicht ausgebaut wurde. Kontrolle. Irgendeine Form der Defensive hätte ich gerne noch. Aber das ist irgendwie nicht so richtig hier, ne? Ich habe auch zum Teil andere legendäre Regimenter. Die Spiegelgarde habe ich wohl hier nicht. Die hat nur Sigwald. Weil Village sich vielleicht nicht selber im Spiegel sehen will. Das kann man doch irgendwo nachvollziehen. Die Zwerge erklären mir den Krieg. Zwerge und Elfen mögen sich ja auch nicht so, ne? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich glaube, du bist recht archetypisch auch das, weil Gimli als Elbenhexe betiteln würde. Meinst du nicht? Ist schon ziemlich frech. Dass der genau an Morati-Schicksalsschwestern Spielerinnen wie dich denkt. Dabei. Das ist so frech. Also ich glaube eigentlich schon. So, warum kann ich jetzt mit dieser Armee... Wie komme ich jetzt da rein? Wir warten kurz, bis Maurice fertig ist mit meiner Fragestellung. Das tut mir leid, Sie haben tatsächlich meinem Vasall einfach das hier direkt wieder... Ah, ich kann einfach einen zweiten Vasallen, dann unterwerfe ich die hier. Auch noch eine Option. Nee, das muss schon das besser ein Vasall als zwei. Ich weiß gerade gar nicht. Ist das jetzt sinnvoll? Ich kann jetzt hier so eine zweite Einsiedlungsfraktion als Vasall haben oder die Siedlung meinem anderen Vasallen geben. Dum, 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 die KI cheatet doch dum, eh. Also dum, eigentlich wird das ein zweiter Fullstack an Vasallen dum, werden. Dum, ne? dum, dum, ich glaube, es ist besser dum, das und ich kriege noch Seelen dafür. Da, 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 dum, bam, 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 bam. Lass mal schauen. Bam, ja, bam, nee, das denke ich, glaube ich, bam, lustiger. Haben wir halt zwei Vasallen. So, ich muss in dem Gebiet meines Waldes sein, aber ich darf quasi nicht in einer Stadt sein. Das heißt, ich bin nicht nah genug dran, um mich hinzuteleportieren. Ist das das, was ihr mir gerade versucht zu sagen? Das heißt, ich muss die Strecke trotzdem laufen. Und ihr findet das fair, dass ich das laufen muss. Ich frag nur, ohne Vorwurf in der Stimme. Ihr findet das also okay, dass ich eine Teleport-Funktion habe und das Spiel sagt nee.
harmony of. Du sitzt doch gerade. Ich bin so getiltet von mir selber. Das nächste, was wir holen müssen, ist das hier. Weil das ist nochmal eine Fest. Ich bin so getiltet von mir selber, dass ich so hart reingewebert habe. Es tut mir so leid. Dann werden die hier wahrscheinlich kommen. Wir werden sehen. So, wir bauen den Außenposten bei Maurice. Oh, jetzt habe ich hier schon. Seek the enemy. Seek harmony. Der Teleport ist halt wie eine Einbahnstraße. Du willst von der falschen Seite aus reinfahren. Ich kann sie nicht verschreiben. Ja, aber wenn du ich auf der Straße fahre, ist ja nicht so schlimm. Der Typ hat auch schon haufenweise Effekte. Geil. Das ist ja cool. Score ich. Wow. Wow. Machen wir jetzt noch nicht, weil die Seelen dafür recht teuer sind. Gibt es nicht später durch Erforschung eine Stellung, wodurch von überall die Weltwurzelpfad nutzen kann, oder irre ich mich? Weiß ich nicht, kann gut sein. Ich hoffe es. Es wäre sehr schön auf jeden Fall, wenn es die geben würde. Boah, die hassen. Die hassen uns, die erklären uns jetzt sicher den Krieg. Ja. I have expected this. Jetzt holt er sich die Stadt da wieder. Should we kill them, sister? Stay your blade. I sense no malice in them. Nice. Handelsabkommen, das klingt schon mal gut. So. Das ist erstmal alles noch nicht so schlimm. Ich will erstmal einfach hier in die Stadt rein, weil ich da eine Schlacht bekomme, die ich kämpfen muss. Ich bin jetzt verloren. Naja, mach nichts. Let there be peace. Let there be battle. Find me in the war room. Jetzt habe ich mich. Ja. Lasst uns nicht drüber reden. Dass ich dazwischen geklickt habe, war nicht so smart, aber ist nicht so schlimm. So, um diese Armee müssen wir uns gleich kümmern. Du kannst dich jetzt teleporten. Ja, aber jetzt bringt es mir nichts, weil jetzt muss ich erstmal den Fight machen. Jetzt muss ich erstmal den Fight machen. Diplomatische Beziehung plus 20 mit Patronen, Bewegungsreichweite auf Dings. Ja, ich will irgendwie die Waldelfen Beziehungen besser hinbekommen. Das hier können wir noch machen. Aber Bewegungsreichweite finde ich eigentlich ganz gut. Und dann schauen wir mal. Mit denen haben wir uns jetzt ein bisschen besser angefreundet, ob wir, ja. Eins. Geil. Aber dann funktioniert das eventuell doch noch mit der Diplomatie. Mit dem noch nicht, aber wenn ich mich mit den anderen anfreunde, dann sollte das sich ein Stück weit in eine gute Richtung bewegen. Also jetzt steht auch dabei, dass es hochgeht, weil ich mit allen ein Abkommen habe, push das quasi, und weil ich, ja, das ist gut, und weil ich im Krieg mit dem Züchterclan und mit den Zwergen bin. Das heißt, es ist nur langsam steigend, aber es ist steigend, und das ist super wichtig. Das heißt, Maurice ist erstmal für mich kein Problem. Maurice? Jawohl. Bitte zieh mich jetzt nicht automatisch in irgendwelche Schlachten rein. Ich habe nur, dass du Bescheid, nur, dass du Bescheid weißt. Ich habe es jetzt gerade irgendwie geschafft, dass mein Waldelfen-Dingsterbumster um plus 3 hochgeht pro Runde. Und wenn du mich dann in irgendwelche Schlachten reinziehst, dann machst du mir dieses plus 3 potenziell wieder kaputt. Ich würde das niemals tun.
Außer es sind Zwerge. In Schlachten mit und Kriege mit Zwergen kannst du mich immer mit reinziehen. Village würde nie jemanden irgendwo. Der ist ein friedlicher Kerl. Ist ein anständiger, friedlicher Typ. Der will auch keinen Stress oder so. Aha. Bestimmt. Also die stehen ja direkt neben mir. The sanctity of dawn, the frisson of dusk. Ist es jetzt schäbig, wenn ich die ganzen Gebäude nochmal abbreche und neu baue, weil sie mir gerade jetzt verbilligt wurden? Dann verliere ich halt einen Zug, aber gewinne, glaube ich, recht viel Geld. Hä? Die sind von mir geflohen, obwohl... Okay. Die kriege ich nicht. Crazy. Habe ich nicht erwartet, aber ich krieg die nicht. Funktioniert. Oh, weil die Stadt geflohen hat, ne? Sind sie geflohen, ja. Ja, Hinterhalt werde ich auf jeden Fall noch machen, aber jetzt will ich erstmal meine Einheiten voll rekrutieren. Das ist das Erste, was wir haben wollen. Und wir haben dann immer noch Zeit, die wegzumachen. Dass wir mit vollen Einheiten kämpfen, damit wir mal auf vollen 20 sind. Die Rache der Zwerge wird grausam sein. Was für Rache der Zwerge. Die Zwerge hassen mich doch genauso sehr, wie ich sie. Als Waldelfe, wohlgemerkt. Pia, ich als Privatperson, liebt Zwerge. Zwerge sind cool. Nee, ich finde Zwerge uncool. Auch als Privatperson. Das hat niemand gefragt, Maurice. Wollte einfach nur einen Beitrag leisten. Ja, aber wenn der gegen Zwerge geht, ist das scheiße. Okay. Du findest Gimli nicht cool? Nee, das stimmt nicht. Gimli finde ich toll. Ich find Zwerge. Ich spiele sie nie, weil Zwerge immer vom Gameplay her das sind, was ich am wenigsten mag. So eine langsame, unbewegliche Verteidigungslinie ohne Kavallerie. Also in keinem Strategiespiel und auch in keinem Rollenspiel, weil Zwerge sind auch in Rollenspielen immer der Tank, der nicht schnell ist und nicht zaubern kann. Die haben immer gameplaymäßig nichts von dem, was ich cool finde. Aber die musst du doch nicht selbst spielen, um sie cool zu finden. Aber kann ich sagen, ich finde sie cool, wenn ich sie literally nie spiele? Ja, klar. Ist das dann nicht eine Fehlaussage? Nein. Eine Lüge fast schon? Du spielst halt Dinge, mit denen du dich identifizieren kannst. Chaoskrieger. Prinz Charming. Genau, Village und Sigwald. Spiele ich aufgrund der tiefen persönlichen Verbundenheit, die ich ihnen entgegenbringe. Das sagt so viel über mich, das ist so schlimm. Das ist... Das ist ganz schlimm, ich kann nicht mehr was dagegen sagen. Ich überführe mich halt ständig selbst. Ich meine, ich gebe zu... Das ist eine Sache, die ich Zwergen wirklich abgewinnen kann, auch spielerisch, ist halt richtig fette Artillerie. Das ist schon geil. Da bin ich sehr bei euch, Leute. Haben auch die, so Flammenwerfer und so. Haben die nicht auch diese Helikopter? Ja, stimmt. So, Leute, trauen wir uns, das Schlangentor hier zu nehmen? Da ist fast nichts drin an Truppen. So. Die Beastmen kommen jetzt als nächstes. Nachdem ich jetzt die Dings wegbekommen habe, kommen jetzt die Beastmen. Beautiful.
passiert. When do we fight? Only when necessary. Müssen, glaube ich, schon erst, ne? Aber ich weiß gar nicht. Ist es nicht besser, jetzt hier das Tor zu... Solange mal eins geschwächt ist... Solange das noch nicht stark ist... Wir gehen tatsächlich so rum dahin. Das finde ich gar nicht so blöd. Es ist so eine entspannte Alternative gerade, mal nicht mit allen im Krieg zu sein. Ja, wart's mal ab, ne? Das ist ja vorher auch so ein gradueller Prozess gewesen. Nee, mit Morati hast dich alles von Anfang an schon. Ah, okay. Nee, bei mir ist es sich auch relativ entspannt, weil ich eigentlich nur hier diese Kathai-Fraktionen vor der Nase habe. Da unten ist auch noch eine dunkle Festung. Also ich habe eine gesehen, glaube ich. Nee, die ist hier. Nangau, das ist ja die Hauptstadt sogar. Da muss ich hin. Die muss ich direkt nehmen. Das ist auch wieder eine dunkle Festung. Why do you favor my fool sister? Hätte ich das direkt auf 2 auswählen können zum... Ja, ich kann das direkt noch zum 2. ausdingsen. Geil. Und jetzt sind wir quasi... Damit haben wir jetzt unsere ersten Einheiten... unsere ersten Items gecraftet, right? Twin Defenders of the Glades. Das Horn des Zwielichts haben wir jetzt damit gebastelt. Das ist ja cool. Hallo Luna, ein wunderschön. Ich bin gespannt auf Village in der Schlacht. Ich glaube, also der müsste ja eigentlich so ziemlicher krasser Nahkampf-Magier-Hybrid sein, ne? Also, weil der ich habe dir die Sachen noch nicht geschickt, ne, Luna? Ich war, ich bin gerippt im Spielstand vorher. Chat verwirrt. Aber wieder ein Held ist, glaube ich, kein... So, Jet bringt dich gerade durcheinander. Der Run und für das, wofür wir das Thumbnail machen, war ich Dunkelelfe und Maurice Chaosprinz und wir sind gerippt und starten jetzt quasi einen neuen Run. Bis wann brauchst du denn die Charaktere, wie die aussehen? Bis wie viel Uhr? Mir anzugreifen. Es läuft ganz gut. Es läuft ganz gut. Spüren wir es. Kriegerst du schon wieder durch die Gegend? Ja, ich habe gerade eins von den Toren zerstört. Oh. Das wird jetzt auch direkt niedergerissen. Ich hab's auf der To-Do-List für heute, Luna. Dann würde ich sie nach dem Stream schicken, wenn das okay ist. Und hallo, Vengas. Weil die Armee da drüben drin hockt und... Jetzt kann ich halt nach Nangau gehen, ne? Stehe ich ja nur auch relativ verwundbar da und hab viel verloren. Schauen mal. So. Wie lange brauche ich noch? In der nächsten Runde bin ich wieder aufgeladen und kann dann nach unten marschieren und weiter Schaden anrichten damit. Ich habe jetzt übrigens bei dir drinnen in der Blutwindfeste schon meine Garnison reingepackt, ne? Voll cool. Die ist fertig ausgebaut. Und sollte damit schöne Dinge tun. Geil. Luna, vor allem brauchst du für das Thump das Triggered-Banner auf jeden Fall. Ich war echt richtig triggert. Jetzt gucken wir mal, ob sie jetzt hier natürlich versuchen, mich abzufischen.
Ist das jetzt quasi, wird diese Begegnung gelöst, hat diese positive Auswirkung auf die Gesundheit? Das heißt, ich sollte diese Waldbegegnung spielen, vermute ich mal. Wirklich Anweisung, dann schreibe ich es mir auf, dass das Trigger drauf soll. Ich weiß gar nicht, welche Folge das ist heute, die da drinnen ist. Aber die jetzige, die letzte Folge, wo ich noch Dunkelelfe spiele, darf das Triggered-Banner drin haben. Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt fast in Versuch. Hallo Cloud Driver, ein wunderschön. In Lagerstellung halt. Wenn die mir nichts entgegenwerfen. Meine Verbündeten bedrohen sie ja hier. Das ist irgendwie ein bisschen albern, aber... So, und wenn ich jetzt hier hingehe, müsste ich ja jetzt hier hinreisen können. Jetzt sind wir hier und gehen hier rein. So, ich habe Bretonia ein bisschen geprügelt. Bitte? Wo bist du denn, dass du gegen Bretonia? Ich bin überall und nirgendwo. Und du hast einfach Bretonia ausgelöscht? Nee, nur eine kleine Fraktion von der Quest. Und habe mich damit bei den Dryaden quasi beliebt gemacht und habe jetzt zwei legendäre Söldnerregimente, die ich rekrutieren kann. Ja, voll gut. Und ja, ich versuche quasi den anderen Waldelfen in den Arsch zu kriechen. Das ist tatsächlich der Plan für heute. Damit ich wirklich, also nachdem ich vorhin schon gewebert habe, möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal webern. Weswegen ich quasi jetzt daran arbeite, nicht nochmal zu webern und mich versuche, den richtig anzufreunden. Und das war tatsächlich ein besonders guter Zug, weil ich damit erfolgreich sämtliche Bretonia gegen mich aufgebracht habe. Du wirst dich jetzt fragen, was ist daran ein besonderer guter Zug dann? Ja, vielleicht. Also, lass es mich wie folgt erklären. Desto mehr mich die Bretonia hassen, desto mehr lieben mich die Waldelfen. Ah. Ja, dann. Und deswegen habe ich jetzt die Gespenster des gefrorenen Herzens, und zwar Dryaden in Lila, die ich rekrutieren konnte. Voll gut. Geil. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass Nungaur nochmal eine andere Fraktion ist als die hier. Dann gehe ich da noch nicht rein. Das ist zwar jetzt ein bisschen verführerisch, aber es wäre auch ein bisschen närrisch, glaube ich. Wir werden lieber erstmal Schritt für Schritt die Mauer hier abklopfen. What do you need? What could you possibly... The forest call. Speak. Statt uns da jetzt zu sehr aufzureiben, weil das könnten wir bereuen. Und diese Armee hier vielleicht versuchen zu kriegen. Ich meine, ich glaube, die ist nicht so stark. Ja. Was ist aktuell Webern? Das war ja mal mega gut spielen und dann irgendwann auf mysteriöse Weise verkacken. Es ist aus Arroganz heraus verkacken. Also es ist nicht nur richtig gut spielen und dann quasi verkacken, sondern das ist, was ich letzte Runde gemacht habe. Aus Arroganz heraus zu glauben, dass man ja eh easy dagegen ankommt, weil ja eh alles gut läuft. Und dann drauf zu kommen, ah ja, ups. Ja, ja, richtig. Ungefähr das. Mein Morati-Spielstand. Und dann auch noch pissed zu werden, weil ich Morati selber im Nahkampf geopfert habe, die eine Zauberin ist, schlechte Laune davon zu bekommen, meinen Chat auf Emote Only zu stellen und dann zu sagen, aber lass mich töten.
Aber das ist auch okay, weil ich habe den ganzen Spielstand mit dem Kampf in den Sand gesetzt. Da darf man auch einfach mal sauer sein. Das ist absolut richtig. Alter, und jetzt sind da die verdammten Gruftkönige schon wieder neben mir. Wobei, du bist ja nicht getiltet damals. Also das Tilten kommt nicht vom Webern. Das war eher noch ein Zusatz. Ich war schon ziemlich... Ich fand's schon ziemlich ungeil. Ja, aber du warst nicht pissig so. Man hat gemerkt, dass es dich getroffen hat, was völlig nachvollziehbar ist. Ich meine, wen hätte es nicht getroffen, so. Aber ich war ja gerade vorhin richtig tiltet. So, ich habe meinen Chat auf Emote Only gestellt, weil ich einfach nur noch miese Laune hatte gerade. Da war schon anders tilten. Um mich hier für dich auszusprechen gerade. Ich meine, da sage ich nie was dagegen. Aber danach war ich ziemlich angepisst. Das auch mal vielleicht, ich habe es glaube ich damals auch im Stream gesagt, hinter den Kulissen. Das ist mir nachgehangen. So zu failen live vor Zuschauerschaft in einem Spiel, wo du als einigermaßen kompetent giltst, das war schon. Nein, why? Ich kann das aber verstehen. Ich kann das absolut verstehen. Ich hatte ja gerade vorhin so ein ähnliches Gefühl in meinem Magen. Ich weiß ja theoretisch gesehen eigentlich selber, wie man Morati spielt und bin mit der halt rein aus Verzweiflung, weil ich gemerkt habe, dass ich den Fight halt verkacke. Und dann merkst du selber, woran es scheitert und dann liest du in zwei Twitch-Chats, wie die Leute dir eh sagen, was du schon weißt, warum du verkackt hast. Und du willst einfach nur sauer sein. Du willst dich einfach nur beschweren und dann schreiben dir die Leute so, ja, aber dann musst du halt vorsichtiger mit Morati umgehen. Und bin so, ich komme gleich durch deinen Bildschirm und erkläre dir, was vorsichtig mit Morati umgehen ist. Ja, es ist... Das Webern war damals die Aktion gegen Sepp, oder? Das Webern war, als nee, er doch, mit... Das war die gegen Sepp, doch. War das mit Sepp, wo du einfach deinen Kaisertitel weggedrückt hast? Genau das war's. Also die eine Verteidigung, wo ich immer noch dabei bleibe, ist, dass ich wirklich nicht kapiere, warum das vom Spiel der Default ist. Aber Sepp hat mich gefordert, meinen Kaisertitel abzugeben. Es gibt zwei Optionen. Nein, spinnst du? Lass uns kämpfen. Und B, ja, ich glaube, du hast recht. Und kampflos den Titel abzugeben. Und wenn du nicht innerhalb einer gewissen Zeit klickst, dann macht das Spiel automatisch, ja, ich denke, du hast recht, nimm kampflos meinen Kaisertitel. Und im Leben wäre ich nie drauf gekommen, dass das der Default von den beiden ist, wenn du die Zeit ablaufen lässt. Trotzdem war es durch meine Schuld, die Zeit ablaufen zu lassen. Und ich hatte bis dahin, ging mein Plan halt wirklich voll auf. Ich habe halt Sepp wirklich... In Boden intrigiert und dann, ich glaube, er hätte sogar gewonnen, ehrlich gesagt, weil ich hatte als Kaiser wenig selbstgehaltene Titel, aber was mich daran so getiltet hat, war erstens, war natürlich einfach unglaublich dumm und zweitens, es war halt statt einer epischen Abschlussschlacht dann was halt einfach ein Tschö. Ein kompletter Fail. Die Sache ist natürlich, ganz pragmatisch gesprochen, jetzt aus Entertainer-Sicht, war es sogar besser so rum wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, weil sonst würden wir nicht mehr drüber reden. So. Über die epische Abschlussschlacht würde heute niemand mehr reden, richtig. Aber in dem Moment war ich echt so, also es kam so viel zusammen. So, ich habe mich selber blamiert, ich habe dumm gespielt, ich habe den Stream kaputt gemacht. Ich war richtig scheiße drauf danach. Heutzutage ist es einfach nur lustig. Also wir haben ja dann auch noch sogar ein Highlight-Video hinterher gemacht, wo ich auch unserem Cutter Axel gesagt habe, so Axel, mach das so witzig, wie du kannst, weil es war einfach so albern. Und das Video haben die Leute auch gefeiert und es lief wahrscheinlich besser, als wenn es gewesen wäre, schaut mal, wie toll Maurice heute gewonnen hat. Also es war schon alles richtig so. Aber in dem Moment war ich richtig... Aber vom Tilt-Level immer noch nicht so, nicht damit zu vergleichen, wie ich das Crusader Kings 3 Event organisiert habe. Mit voller Begeisterung, handgelesen, die Leute, die ich eingeladen habe, ausgewählt habe und eine dieser Personen, Sepp, mich einfach exkommunizieren hat lassen und innerhalb der ersten Stunde aus meinem eigenen Event gekickt hat, damit aus Versehen. Das war, aber das verstehe ich auch. Also, boah, da war ich richtig sauer. Oh mein Gott. Aber da muss man ja wirklich nochmal auch eben dazu sagen, dass es halt
ja nicht nur war so, also ich habe ja quasi, ich habe mir halt selber so die letzte halbe Stunde kaputt gemacht, auch aus Eigenfail, ne? Und ich finde, die Sache ist, es gibt eine besondere Art von Wut, hast du ja auch gerade gesagt, wenn du auf dich selber sauer bist, ja. Du weißt, das ist so ein bisschen wie den Schlüssel in vergessen, weißt du, so, du weißt, niemand ist schuld, du bist einfach ein Trottel gewesen, aber es ist schon was anderes, wenn du halt am Anfang ohne eigenes Verschulden. Und du hattest ja dann wirklich halt einfach stundenlang keinen Spaß. Ich hatte halt 5 Stunden Spaß und 1 Stunde war doof. Das ist nochmal was anderes. Also ja. Ich habe das da total nachvollziehen können, dass das einfach eben vor allem auch noch, ich war halt Gast, du warst Organisatorin des Ganzen. Mega doof, das verstehe ich total. Das war echt eine Herausforderung. Eine richtige Herausforderung. Vor allem eben auch aus dem Aspekt heraus, dass ich ja wirklich selber alle einladen durfte und ich das halt geplant habe und ich mich auf dieses DLC ja auch gefreut habe und ich mich auf dieses Event gefreut habe. Oh, das war schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. Ja, verstehe ich halt 100%. Man muss aber an der Stelle auch sagen, also da muss man ja an der Stelle auch gerade sagen, weil die Leute gerade schreiben, boah, das ist auch eine mega miese Aktion. Ich habe ja mit Sepp danach auch nochmal persönlich gequatscht. Weil ich dem ja auch nochmal persönlich auf Twitter geschrieben habe, weil natürlich die Wogen auch in den Chats mega hoch gingen. Er hat das ja nicht aus Böswilligkeit gemacht. Also Sepp hat nicht draufgeklickt, oh ja, Pia fliegt jetzt raus und das war's dann mit ihr. Sondern das war halt eher so eine, ich denke halt nicht mit, was ich mache. Dann lasse ich mir vom Chat so ein bisschen einreden, was ich denn klicken könnte. Oh ja, könnte man mal probieren. Und der Chat war so, ja, klick drauf, klick drauf, klick drauf. Und dann hat er halt draufgeklickt, weil er halt nicht gedacht hat, dass das halt so, also ich aus der Perspektive hätte gesagt, okay, damit musst du rechnen können, aber ich habe auch 1000 Stunden in dem Spiel. Und ich glaube, Sepp, wenn er sagt, er hat einfach nicht, abgeschätzt, dass mich das komplett aus dem Spiel kickt. Er hat halt gedacht, ja, dass es halt schon was gegen mich ist, so, aber nicht, dass er mich damit rippt. Richtig, also eben da auch wirklich der Fairness halber. Dankeschön, Barrymore, für die 17 Monate und ganz viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Ich habe es auch noch so gut wie keine weiblichen Herrscher gespielt, ja. So also diese ganze Christen-Ketzer-Situation. Du wusstest halt in dem Moment wirklich direkt sehr genau, was das jetzt bedeutet, wenn eine weibliche Herrscherin im Katholizismus exkommuniziert wird. Dass jetzt und erst Grafin ist und genau. Es hat sich ja niemand auf mich gestürzt, mein Lehnsherr hat mir einfach einen Titel abgenommen. Genau, und das hätte auch ich zum Beispiel in dem Ausmaß gar nicht gecheckt, so, weil ich meistens eben männliche Herrscher selbst gespielt habe, wo es auch schon schlimm ist, aber nicht ganz so dieses, du bist einfach jetzt komplett raus. Du bist eine Frau, wir hassen dich. Genau, richtig, Patriarchat, ne? Wer hätte es gedacht. Deswegen, es war wirklich einfach unglücklich, aber ich habe halt, dass es dich einfach auch mitgenommen hat, total verstehen können, weil du halt auch, dadurch, dass es ja so ein Multiplayer-Event war, du ja in Anführungszeichen auch gezwungen warst, es jetzt auszusitzen. Du konntest ja nicht sagen, okay, ich gehe jetzt raus in meinem eigenen, von Paradox auch bezahlten Event, sage ich jetzt einfach, mach mal den Stream jetzt aus und lassen die anderen spielen. Das ging halt nicht und das war halt mega doof. Weil heute jetzt eine Notfalls, wenn es jetzt irgendwie, wenn wir beide richtig tilten, würden wir sagen, komm, Schluss für heute, lass nach lass der Gamescom wieder spielen, in alter Frische so, weitermachen. Ja. Genau, voll okay. Aber das war ja wirklich in dem Moment für dich keine Option und verstehe ich 100%. Also, was die Leute gerade sagen, habt ihr denn damals gegeneinander gespielt, dann ist es doch okay, jemanden auszuschalten oder wolltet ihr eigentlich zusammenspielen? Leute, so funktionieren Streams nicht. Also ein Multiplayer-Event, das für alle unterhaltsam ist, gerade wenn du von einem Kunden gebucht wirst, ein neues Spiel zu präsentieren, soll in erster Linie Leute unterhalten und nicht ein Min-Max sein, in dem eine Person innerhalb von kürzester Zeit versucht, alle anderen aus dem Spiel zu boxen. Also wie ja. Maurice gerade gesagt hat, das war halt quasi ein bezahltes Placement. Ich wurde von Paradox gebucht, weil ich ja quasi, sag ich mal, die Crusader Kings 3 sucht die unter den Top 3 wahrscheinlich im deutschsprachigen Bereich bin. Und die hatten mich halt gebucht und waren so, hey cool, wir stellen dir das Budget für ein Multiplayer-Event. Und ich habe halt mit meiner Managerin zusammen damals ein Event geplant, und ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war Royal Courts, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, Royal Court, ja. Um quasi dieses neue DLC zu präsentieren. Und wir haben halt Budget bekommen. Ich durfte die Gäste einstellen, das Format planen und alles. Das heißt, ich habe die Gäste ausgewählt, ich habe das Format geplant, ich habe die ganzen Leute zusammengetrommelt, damit wir dieses DLC vorstellen, und bin bei meinem eigenen Placement innerhalb von einer Stunde rausgeflogen und konnte nichts dagegen machen und musste halt komplett von neu starten. Aber das ganze Konzept
dass wir halt gemeinsam in einem Gebiet so und so spielen, hat dann auch nicht mehr funktioniert. Ich hätte dann quasi als Vasall von wem anderen wieder neu starten müssen. Und es ist alles nicht so schlimm, also quasi rückwirkend betrachtet, das ist einfach nur ein Spiel. Aber in diesem Moment war es echt eine Herausforderung für mich, weil ich am liebsten einfach gesagt hätte, okay, Leute, lass einfach an einem anderen Tag nochmal neu starten, so. Und jetzt wissen wir es, aber dadurch, dass es ein Placement ist, kannst du halt nicht raus. Du sitzt dann da, hast einen Vertrag unterschrieben und dann musst du diese 5 Stunden da sitzen und spielen und unterhalten und gute Laune haben und du kannst nicht raustelten. Du kannst nicht einfach sagen, boah, okay, spielt mal weiter, ich bin für heute raus, so. Blöd gelaufen, ne? Scheiß Tag, morgen wieder. Das geht nicht. Das war echt eine Herausforderung. Aber es hat, also rückwirkend betrachtet, man lernt halt auch daraus, ne? Und ich würde Sepp tatsächlich auch nach wie vor wieder zu einem Crusader Kings 3 Event einladen, aber zukünftig bekommt Sepp eine extra Liste mit bitte klick nicht auf exkommunizieren. Das war schon hart. Aber weil das gerade im Chat war, ja, Sepp war auch die Person, die mich bei Humankind mit den Olifanten geärgert hat. Das ist richtig. Ja, da muss man aber sagen, ich meine, mich hat er ja genauso platt gemacht. Das war einfach fair and square. Also das Spiel war nicht gebalanced, aber da muss man auch sagen, Sepp hat halt das besser erkannt als wir. Da hat er jetzt, finde ich, er hat die beste Armee gemacht, er hat uns platt gemacht. Wir waren ein bisschen salty, weil ich fand wirklich, das Spiel war echt nicht gut gebalanced und so. Aber das kann man wirklich nicht Sepp anlasten, weil es hätte jeder von uns ja genauso machen können. Ja, auf jeden Fall. Dass du eine gescheite Armee baust. Da hat er einfach sehr gut gespielt, der gute Mann. Und zu gut eben für meinen Geschmack. Aber kann man auch wütend sein, ist auch okay. Ja, nee, also klar, also er war trotzdem ein Sack, ne? Das will ich, aber kein moralisch verwerflicher Sack, sondern nur ein Sack. Das muss man so festhalten. Must we? Yes. So, ich glaube, meine Vasallen werden jetzt gleich hier wieder uns alle mit Glorie. Es war schon richtig, diese zweite Vasallenfraktion zu machen, weil die cheaten halt so offensichtlich. Guck mal, der hat eine Nebensiedlung und rennt hier mit 3 Armeen rum. Gut, eine ist auch nur ein Typ und so, es sind keine Fullstacks, aber trotzdem. Ich würde halt gerne militärischen Zugang haben zu diesem Nachbarn. Aber das funktioniert nicht. Und wenn ich da jetzt durchlaufe, ist er pisst auf mich. Aber ich komme da anders nicht durch, ne? Ich muss halt, ich kann nicht durch diesen Wald durchlaufen. Nee, das ist ja auch alles nicht mein Gebiet, oder? Das ist ja alles, ich kann mich ja, ich komme hier nicht raus, ohne bei mindestens einem Nachbarn durchzurennen. Ach, ist das, das ist eine schwierige Situation. Wie gut funktioniert denn das Bedrohen? Ich hab's wenig benutzt bislang, weil ich weiß. Dann geht die Verlässlichkeit runter, das ist nicht gut. Das ist auch eine Sprungstance. Ah, dass ich so rüberspringe. Ah, das funktioniert auch, ja. Die Sprungstance habe ich vergessen. Stimmt, die habe ich tatsächlich auch, lustigerweise. Puff, ich bin da. Hallo, guck. Ich bin jetzt da. Ich führe jetzt Krieg. Wo bist du denn inzwischen? Du warst einmal hier, ne? Wo bist du denn? Ja, ich spiele Verstecken. Geil.